Ich denke, bevor wir auch in das Thema einsteigen, wäre es ganz gut, einen ganz kurzen Abriss von der Person zu haben, um die es hier heute gehen soll. Also Karl Schmidt ist jemand, der vor allem als Kritiker des Liberalismus und als Theoretiker der Feindschaft bekannt geworden ist, berüchtigt geworden ist und im Prinzip eines dieser ja doch typisch untypischen Produkte des deutschen 20. Jahrhunderts gewesen ist. Er ist geboren 1888, also im 19. Jahrhundert. Er lebt während des Ersten Weltkriegs, das ist ja nicht ganz unwichtig, wenn es heute um Feindschaft gehen soll. Er lebt den Ersten Weltkrieg eben nicht an der Front, sondern in einem Verwaltungsposten, studiert dann Rechtswissenschaften in Berlin und München, verkehrt zu jener Zeit auch in gewissen Schwabinger Bohem-Zirkeln. Da ist auf der einen Seite die Bekanntschaft mit einem Dichter wie Theodor Däubler, der sehr wichtig für Schmidt wird. Auf der anderen Seite der dadaistische Poet Hugo Ball, mit dem Schmidt eine Zeit lang befreundet war. Und dann geht das sozusagen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs eigentlich recht schnell. Schmidt macht sehr schnell in der Weimarer Republik Karriere. Er hält einen Lehrstuhl 1921 in Greifswald. Dann gibt es dann Stationen in Köln und so weiter und so fort. Und im Alter, also erst 33 sozusagen, wird Professor mit 33. Später folgen dann Rufe nach Bonn und Berlin, also im Prinzip die Hauptstädte, sozusagen die universitären Hauptstädte des deutschen akademischen Wesens. Wenn wir von Schmidts sozusagen Namen, von seinem Ruf, davon reden, dass er berüchtigt ist, natürlich muss man dann auch über seine Rolle im Dritten Reich reden, darauf werden wir zurückkommen, aber sozusagen für jetzt reicht uns erstmal das Stichwort Kronjurist des Dritten Reichs, was dazu führt, dass er dann nach dem Zweiten Weltkrieg Lehrverbot bekommt. Er verliert seinen Lehrstuhl, zieht sich zurück, sehr verärgert, nicht im Frieden mit der Nachkriegsordnung und wohnt dann sozusagen als sozusagen bewunderter und verhasster Ausgestoßener im Sauerland, in Plettenberg, wo er ausgewählte Gäste empfängt, auch darüber wird zu reden sein. Und Schmidt wird wie Ernst Jünger extrem alt und stirbt erst 1985, glaube ich, genau. Also das reicht, glaube ich, erstmal für sozusagen, um eine Idee zu haben, mit dem es hier zu tun hat. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir werden sicherlich verschiedentlich noch auf die Etappen in seiner intellektuellen und auch politischen Biografie zu sprechen kommen. Er ist tatsächlich fast 100 Jahre alt geworden. Genau. Ja. Das war mir gar nicht mehr klar. Schmidt, das haben Schüler und intellektuelle Diskussionspartner immer wieder betont, war selber ein begeisterter und auch begnadeter Leser, dessen Theorie sich nicht zuletzt aus ganz vielen Lesefrüchten zusammensetzt und überliefert wird, dass Schmidt als Leser darauf Wert legte, Büchern, die er für wichtig und bedeutsam hielt, den zentralen Satz, den Schlüsselsatz sozusagen zu entlocken, indem sich die Bedeutung, der Einsatz dieses Werkes sozusagen schlagartig, blitzartig enthüllte. Wir wollen ja nun heute vor allem über Schmidts Theorie von Freund und Feind sprechen, die er in seinem Werk Der Begriff des Politischen entwickeln. Was ist der Schlüsselsatz, deiner Meinung nach, in diesem Buch? Also ich denke sozusagen, ich meine, Der Begriff des Politischen ist auch ein wahnsinnig kurzes Buch. Es ist knapp über 100 Seiten lang. Es gibt eigentlich nur prägnante Schlüsselsätze darin, aber ich denke sozusagen, das, was du angesprochen hast, die Unterscheidung zwischen Freund und Feind, die sozusagen nicht an irgendeiner Stelle erfolgt, sondern als das schlechthinige Kriterium des Politischen gilt, als das Kriterium, als das Merkmal, an dem man merkt, man hat es mit dem Politischen zu tun. Ich glaube sozusagen, das ist auf jeden Fall vielleicht nicht der Kernsatz seines Werkes, aber im Begriff des Politischen, der erst 1927 erscheint, dann 1932 in der weiteren Auflage und später verändert wird, ist das auf jeden Fall sozusagen das Glutzentrum seines Denkens. Und ich glaube, ich weiß ja nicht, ob die sozusagen Zitate verteilt wurden. Ja, genau, das dann, also die ersten beiden Zitate sind auf jeden Fall, da befinden wir uns im absoluten Arkanum im Zentrum dieses Buches. Und dann könnten wir, wenn wir das vor sich haben, dann könnte man zum Beispiel überlegen, wie nähert man sich dem, wie nähert man sich diesen Aussagen. Dann könnte man natürlich beginnen und sagen, der Feind, das Problem der Feindschaft, das ließe sich dann negativ bestimmen. Was sozusagen Schmidt macht ja sehr schnell klar, was der Feind alles nicht ist. Gerade der politische Feind sozusagen. Es geht um den politischen Feind,
Das ist keine Privatperson. Das ist sozusagen, es geht hier nicht um Privatthemen, es geht nicht um Streitereien, um Gatten, Nachbarschaftsliste oder sowas, sondern es ist sozusagen, der Feind ist immer eine öffentliche Figur. Das ist sozusagen wahnsinnig wichtig. Und als zweites müsste man gleich hinzufügen, sozusagen, dass der politische Feind vom ökonomischen Konkurrenten unterschieden werden muss, sozusagen. Und vom Diskussionspartner zum Beispiel, sozusagen. Ja. Das sind im Prinzip andere Formen der Auseinandersetzung des Algorithmus, die auch das hat nichts mit der politischen Freund-Feind-Unterscheidung zu tun. Im letzten, als dritter Punkt sozusagen, könnte man noch festhalten, dass politische Feindschaft nichts zu tun hat mit dem Parteienwettstreit, wie wir es sozusagen aus dem liberalen Parlamentarismus kennen. Wir werden später auf Schmidts Kritik am Liberalismus zu sprechen kommen, aber für Schmidt ist das eine Form von pseudopolitischem Widerstreit, der sich inszeniert, der Widerstreit vortäuscht und eigentlich nur den unpolitischen Kern des Liberalismus überdecken soll. Soweit sozusagen, genau. Ja, also es fällt ja auf, und das ist sicherlich auch, also führt zur Pointe dieser Definition, dieser Unterscheidung, dass er erstmal eigentlich damit anfängt, vor allem zu sagen, was der Feind alles nicht ist. Also im Grunde, man kann das vielleicht vergleichen mit Immanuel Kant, der versucht, den kategorischen Imperativ zu definieren. Und das tut er, indem er versucht, alle inhaltlichen, alle materialen Bestimmungen davon abzuziehen und im Grunde eine rein formale Definition zu geben. Ja, Schmidt kann man so ähnlich lesen. Der sagt ja eben auch, du hast ja jetzt schon viele Dinge angeführt, die der Feind nicht ist. Er sagt auch, der Feind muss nicht dumm sein oder hässlich oder moralisch. Richtig, er muss nicht charakterisiert sein durch irgendwelche negativen Eigenschaften, sondern er ist einfach dadurch definiert, dass er eben der Feind ist und nicht der Freund. Was bleibt Schmidt, nachdem er sozusagen alles abgezogen hat, in diesem Versuch, eine rein formale, so fast kristalline Definition zu finden? Was bleibt ihm übrig, um den Feind am Ende dann noch minimal zu bestimmen, sozusagen? Na, ich denke, also dass einer der Punkte, der da auf jeden Fall unterstrichen werden muss, ist Feindschaft als Intensitätsverhältnis, sozusagen. Also ja, es ist eine formale Bestimmung, aber das Feindschaft sozusagen kennzeichnet sich durch eine gewisse Intensität der Assoziation oder der Dissoziation, sagt Schmidt. Und das ist sehr interessant, weil sozusagen für mich, und das sind dann sozusagen auch textphilologische Aspekte, das war nicht der Fall in der ersten, dass der so viel Wert auf die Intensität als Charakteristikum sozusagen der Feindschaft gelegt wird, das war nicht der Fall in der ersten Ausgabe von 1927. Und warum? Das ist sozusagen auch wieder interessant, weil es mit Schmidts Verhältnis zum Liberalismus zu tun hat. In der ersten Ausgabe ging es Schmidt einfach nur darum, sozusagen einen Bereich des Politischen abzugrenzen von anderen Bereichen. Also Politik ist nicht Kunst, Politik ist nicht Wirtschaft, das Politische ist nicht sozusagen das Religiöse. Das ließe sich dann aber kurz, nur ganz kurz, also das heißt, man könnte so verstanden Schmidt auch einfach für einen Theoretiker der Ausdifferenzierung, der funktionalen Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft begreifen. Oder der einfach erstmal beschreibt, dass die moderne Gesellschaft in verschiedene Bereiche oder Sphären zerfällt. Das taten extrem listige Kritiker, und das sozusagen das in Reaktion darauf wird Schmidt das nämlich abändern. Also sagen, weil das das, was man als Autonomie des Politischen bezeichnen könnte, das ließe sich ja ganz einfach auch als im Prinzip eins der Erkennungszeichen des Liberalismus festschreiben, dass Politik nicht auf alles überspringt, sondern sich in gewissen Bahnen abspielt und nach eigenen Regeln folgt. Derjenige, der es als erstes herausarbeitet, ist 1932 in einer Besprechung von Schmidts Buch Leo Strauss, der sagt im Prinzip, da gibt sich jemand als großer Kritiker des Liberalismus, bleibt aber eigentlich liberalen Differenzierungskriterien, sprich das Politische bleibt in seinem Bereich und folgt seinen Regeln, verhaftet. Das ändert Schmidt. Dann diese Bereichsdefinition des Politischen wird verlassen und es führt zu einer Intensität, sozusagen zu einer Intensitätsdefinition. Und die zieht dann alle möglichen Folgen nach sich. Also was heißt das? Ich will das hier nur ganz kurz skizzieren. Wenn das Politische nicht ein Bereich ist, sondern einfach nur sozusagen eine Intensität, dann heißt das, dass das Politische parasitisch ist und sich andere Bereiche unterordnen kann.
Das heißt sozusagen, dass was politisch ist, entscheidet das Politische selbst. Und das kann dazu führen, dass das Ökonomische auf einmal zu dem, was Schmidt im Zentralgebiet des Politischen nennt, wird. Das heißt sozusagen, der Begriff des Klassenkampfes, natürlich geht es da um wirtschaftliche Fragen, die aber politisch aufgeladen werden. Gleiches lässt sich für religiöse Sphären sagen. Im 17. Jahrhundert, die religiösen Bürgerkriege in Europa, das waren sozusagen konfessionelle Kriege, die das religiöse Feld politisch besetzt und aufgeladen haben. Ja? Was dann sozusagen, das ist also wichtig, sozusagen Schmidt ist darum sozusagen kein, nicht Politik als Bereich, sondern Politik als Intensität. Führt das dazu, und das war dann sozusagen eine andere Form von Kritik, führt das dazu, dass Schmidt dem Feind den Vorrang gibt vor dem Freund? Ja. Sozusagen, ich will kurz nochmal einhaken, einfach damit wir diesen Punkt ganz klar kriegen. Intensität, das Politische besteht in einem Intensitätsgrad. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann können Gegensätze in all diesen unterschiedlichen Sachgebieten, ja, also Niklas Luhmann, der Systemtheoretiker, hat dann später von Funktionsfeldern oder Funktionssystemen gesprochen, also etwa in der Kunst oder in der Religion oder in der Wirtschaft auftreten. Also in der Kunst geht es um schön oder hässlich, in der Wirtschaft geht es um effizient oder ineffizient. Und wie werden jetzt diese Gegensätze politisch? Mhm. Wenn du hast es im Grunde schon gesagt, bloß der Punkt scheint mir so wichtig, dass ich gerne nochmal nachhaken an der Stelle. Sozusagen, weil, wenn wir bei dieser Intensitätsdefinition bleiben, dann führen einfach sozusagen Gegensätze in diesen Bereichen, führen zu Feindschaftsverhältnissen, und wir werden darauf gleich sprechen können, die sozusagen existenziell, und Schmidt meint mit existenziell, gewaltförmig werden, sozusagen, ja, und die im Prinzip, bei denen sich Fragen von Leben und Tod stellen. Ist man bereit, aus religiösen Gründen zu töten? Ist man bereit, sozusagen aufgrund der wirtschaftlichen Stellung, die man in der Gesellschaft einnimmt, in den Krieg gegen jemanden zu ziehen, sozusagen? Das heißt das dann, wenn Politik sich sozusagen eines Bereichs bemächtigt. Das führt dann auch dazu, wenn wir Politik im Prinzip als Intensitätsverhältnis begreifen, dass sich Politik auch alles einverleiben kann. Das führt dann in den 30er Jahren, wird Schmidt das ausführen, als Theoretiker des totalen Staates sozusagen, dass alles im Prinzip kriegerisch-politischen Betrachtungsweisen untergeordnet wird. Das sind einige der Folgen sozusagen, das sind einige der Folgen dieser Betonung von des Politischen als Intensitätsverhältnis. Du hast schon angedeutet, also wir schreiben ja gerade so ein bisschen, versuchen irgendwie logisch diese Begriffsreihe von Schmidt abzuschreiben, um erstmal die Theorie in ihren Grundzügen klar zu kriegen. Schmidt sagt, du hast es auch schon so ähnlich angedeutet, immer wieder, dass also dieser Gegensatz von Freund und Feind, der das Politische ausmacht, nicht also, und jetzt zitiere ich, das finden Sie auch alles in Ihren Quellen, dass dieser Gegensatz in seinem konkreten existenziellen Sinn und nicht etwa als Metapher oder Symbol verstanden werden soll. Das ist, wiederholt Schmidt, fast mantraartig. Was meint er mit dem existenziellen, mit der existenziellen Dimension des Feind-Freund gegen? Das heißt bei Schmidt ganz klar sozusagen, dass das Politische, wenn man es ernst nimmt und als solches erkennt, letztlich eine Frage von Leben und Tod ist. Mhm. Das heißt sozusagen, die letzte Eventualität, die letzte Manifestation der Feindschaft ist der Krieg. Da besteht kein Zweifel bei Schmidt. Das heißt aber nicht, dass Schmidt einen permanenten Krieg das Wort redet. Das heißt sozusagen lediglich, dass mit der Möglichkeit des Krieges immer gerechnet werden muss. Das ist Schmidts großer Vorwurf in Richtung des Pazifismus, dass er sozusagen so tut, als ob eine kriegsfreie Welt möglich ist und gerade dadurch schlimmeres Unheil heraufbeschwört. Also Schmidt meint, diese Verkennung des Krieges als letzte Möglichkeit der Politik führt zu dem Gegenteil dessen, was sie erreichen will, nämlich zu noch schlimmerer Gewalt. Denn wenn Schmidt meint, Krieg ist immer eine Möglichkeit des Politischen, dann geht es auch darum, welche Formen das annehmen kann und wie man das einhegen kann. Der Begriff der Einhegung ist dabei sehr wichtig. Und da gibt es sozusagen dann eine historische Orientierung, Schmidt arbeitet ja auch sehr sauber historisch, ist halt diese Gelehrtenfigur. Und dann geht es halt sozusagen um diese Rechtsordnung, die nach dem Westfälischen Frieden entstanden ist. Also sprich, wer entscheidet über Freundschaft und Feindschaft?
Das ist der Staat sozusagen, das ist ganz klar geregelt. Feind kann nur ein anderer Staat sein, das sind sozusagen Feindschaft wird zu einem zwischenstaatlichen Begriff. Und das Dritte ist natürlich, dass diese Staaten nach innen befriedet sind, nach außen jedoch souverän, das heißt sozusagen, ihnen steht rechtlich ein Jus ad belli zu. Das heißt sozusagen, sie haben das Recht, anderen Staaten den Krieg zu erklären, ohne deshalb die kriminelle Bande zu werden. Ich habe kürzlich Barry Lyndon nochmal gesehen, diesen Film von Stanley Kubrick. Ich weiß nicht, ob irgendwer von Ihnen, bestimmt einige von Ihnen werden ihn kennen. Das ist ja ein Film, der immer im 18. Jahrhundert spielt und man sieht da eine Kriegsszene. Man sieht verschiedene, aber diese Kriegsszene ist so sehr einprägsam, wo also Franzosen und Engländer, die Franzosen im blauen Waffenrock, die Engländer im roten, aufeinander zumarschieren und in rhythmischen, also der Ladegeschwindigkeit ihre antiquierten Musketen entsprechend aus heutiger Sicht aufeinander schießen. Und dann gibt es auch einige Tote, aber es ist völlig klar, diese Schlacht findet auf diesem Feld statt. Wenn man das vergleicht mit der Art und Weise, wie heute Kriege geführt werden, drängt sich fast der Eindruck eines Kriegsspiels auf, ja, eines streng ritualisierten, stark reglementierten Geschehens. Und das beschwört Schmidt ja fast so als goldene Ära eigentlich politischer Konflikte herauf. Oder? Schmidt wird das später als Kabinettskriege bezeichnen und dieses Modell, das Ideal dieser Form politischer Feindschaft ist natürlich, ist das Duell, ganz klar, das vom Respekt für den Gegner geprägt ist, das nicht unbedingt auf den absoluten Vernichtungswillen hinauslaufen muss und das sozusagen in sehr regulierten Formen abläuft, das von Recht durchsetzt ist. Sozusagen. Es ist keine Form von hemmungslosem Krieg. Das ist sozusagen ganz wichtig. Insofern ist der Vergleich mit Barry Lyndon dann durchaus passend. Später kommt es dann zu anderen Feindschaftsformen und dazu werden wir dann ja vielleicht, wenn die Zeit bleibt, darüber werden wir auch noch was sagen. Genau, also Barry Lyndon ist passé, historisch definitiv. Also wenn ich das nochmal rekapitulieren darf, Schmidt erkennt den Krieg offensichtlich als unvermeidliche und eben auch politisch elementare Betätigung, Kulturtechnik könnte man fast sagen, an. Und insofern kann Politik eigentlich nicht mehr tun, als versuchen, den Krieg möglichst menschlich zu gestalten, möglichst irgendwie regelhaft ablaufen zu lassen. Sie kann aber nicht darauf drängen, den Krieg abzuschaffen, da wird nämlich alles nur noch Fisch gemacht. Darüber sprechen wir noch. Wir müssen aber jetzt, und das ist ja auch ein ganz wichtiger Baustein, ein zentraler Baustein der Theorie über das sprechen, was Schmidt als sein anthropologisches Glaubensbekenntnis bezeichnet. Das sagt er selbst, seine politische Theorie läuft im Grunde in letzter Konsequenz auf ein ganz bestimmtes Menschenbild hinaus. Ohne dass diese Theorie nicht funktionieren würde und keinen Sinn machen würde. Kannst du dieses Menschenbild? Ich glaube, also erstmal müsste man ja, auf jeden Fall müsste man sozusagen auch mit möglichen Missverständnissen aufräumen. Schmidt wurde auch sozusagen öfter vorgeworfen, liegt in seiner Theorie der politischen Feindschaft, findet da so eine Art Fetischisierung des Feindes statt. Gilt dem Feind dann Vorrang vor der Freundschaft. Und dann kommt Otto Brunner, macht das sozusagen in Land und Herrschaft 1939, stellt diese Frage. Und Schmidts Antwort ist ganz klar und sozusagen nicht geht der Frage eher aus dem Weg, aber ist doch bei äußerst elegant. Er sagt sozusagen, das ist ähnlich wie mit dem Rechts. Im Rechtssystem muss eine gewisse Negativität anerkannt werden. Am Anfang des Rechts steht keine Tat, sondern eine Untat. Heißt das sozusagen deshalb, dass unsere Rechtssysteme dem Verbrechen Vorrang einräumen oder nicht? Und ähnlich möchte er das sozusagen in der Frage der Feindschaft sehen. Gleichzeitig ist es jedoch unverkennbar, dass dort im Prinzip sehr viel tiefere als nur theoretische Überzeugungen eine Rolle spielen. Also ich meine, in den Tagebuchaufzeichnungen, die zu Schmidts interessantesten und auch verstörendsten Dokumenten gehören, kommt er immer wieder auf sozusagen die eine Urform der Feindschaft zurück und das ist die Bruderfeindschaft zwischen Abel und Kain sozusagen in der Bibel. Kain erschlägt ja natürlich seinen jüngeren Bruder. Das heißt sozusagen, Feindschaft erstens entsteht auch aus einer gewissen Kacke. Der Prototyp der Feindschaft entsteht aus einer gewissen Nähe und zweitens sozusagen, Feindschaft ist in die menschliche Natur quasi eingebaut, zumindest in die menschliche Natur, die sich einem katholischen Denker, nämlich als eine menschliche Natur, die von der Erbsünde geprägt ist, erscheinen muss.
Dazu kommt sozusagen, dass Schmidt da natürlich, du hast ja gerade darauf Wert gelegt, sozusagen, das ist keine normative Theorie, das will einfach nur beschreiben, es ist ein kühler Blick, den er auf die ganze Sache wirft. Natürlich verbirgt sich hinter dem Begriff des Politischen und der Theorie des Feindschafts sowas wie normativer Kern. Das heißt, auch das wieder lässt sich aus den Tagebuchabzeichnungen ablesen. Es gibt diese berühmte Stelle aus der Genesis, wo es heißt sozusagen, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Schmidt schreibt diese Stelle um im Glossarium und es lautet dann bei ihm, es ist nicht gut, dass der Mensch ohne Feind sei. Das heißt sozusagen, der Feind und die Situation der Feindschaft ist ein unabdinglicher Bestandteil menschlicher Selbsterkenntnis. Und darauf zielt Schmidt ab, auch zu einer weiteren dieser enigmatischen, kristallinen Formulierung, wenn er sagt, der Feind ist meine eigene Frage als Gestalt. Schmidt sieht das menschliche Leben als weniger wertvoll an, wenn es sozusagen ohne Feinde auskommen muss. Ich meine, das führt dann zu allen möglichen Debatten mit anderen Denkern. Ich weiß nicht, ob es dann, könnte ich jetzt darauf eingehen, musst du mir signalisieren, wie wir von der Zeit stehen sozusagen. Von der Zeit stehen wir sowieso schlecht. Okay. Insofern keine Hemmung. Also bitte, vielleicht wenn du... Ich muss jetzt auch an Nietzsche denken oder an Roger, vielleicht kann man da noch zwei Sätze zu sagen. Ja. Also eine der interessantesten Debatten, die sich Karl Schmidt liefert, ist sozusagen die mit dem russisch-französischen Philosophen Alexandre Kojève, dem er auch deshalb nahesteht, weil ich zu ihm meine Masterarbeit geschrieben habe. Und da geht es darum sozusagen, und die Frage stellt sich Schmidt, der Begriff des Politischen, was ist eigentlich mit einer Welt, in der sozusagen nicht mehr eine Vielzahl von Staaten existiert, Schmidt spricht von einem politischen Pluriversum, sondern in dem die Menschheit sich politisch als solche in einer Einheit selbst organisiert hat. Also wo sozusagen politische Feindschaft im Prinzip unmöglich wird, wo politische Feindschaft unmöglich wird. Schmidt hält das für einen extrem frivolen Zustand. Er sagt, das ist als Gedankenexperiment zwar zulässig, aber das hätte dann nichts mehr mit Politik zu tun, sondern wäre so eine Art globale Verwaltung. Alexandre Kojève nimmt in der Debatte eine komplett gegenteilige Position ein und sagt einfach, ja, in diesem Zustand, wenn sozusagen die Menschheit geeint wäre, kein staatliches Murren, kein staatliche Kriege mehr stattfinden kann, ist niemand mehr bereit, sein Leben für eine politische Sache zu riskieren. Es gibt Leute, die sagen, Peter Sloterdijk zum Beispiel, in der westlichen Welt sind wir an diesem Punkt. Aber, so Kojève, dafür können wir uns anderen Bereichen zuwenden. Liebe, Kunst, Spiel, Unterhaltung sozusagen, im Prinzip Hedonismus eigentlich. Hedonismus sozusagen, das heißt, die These ist, der Mensch kann auch als nicht politisches Tier glücklich werden. Das ist sozusagen das. Bei Schmidt ist das nicht so. Das bei Schmidt heißt, ist das wirklich nochmal ganz anders. Für ihn würde dann die Ernsthaftigkeit des Lebens verloren gehen. Das ist ganz klar. Man könnte auch an Nietzsche denken und die Zarathustra und diese kurze Charakterisierung der letzten Menschen, der Menschen, die sich im Grunde auch aller politischen Leidenschaften und aller Konflikte entledigt haben und nicht mehr kämpfen und nicht mal mehr wirklich arbeiten müssen, sondern die wehleidig sind, konsumieren. Richtig, die aus den kalten Gegenden ausgezogen sind, da kommt nun Nietzsche mit seinen Normen irgendwie auch hinein. Aber das wäre auch ein Denker, der ein Leben, was ohne diese existenzielle Konflikthaftigkeit verläuft, im Grunde für uninteressant oder gar Schlimmeres. Dazu kommt, dass das bei Schmidt ganz kurz noch, das hat auch spezifisch theologische Gründe. Das heißt sozusagen, warum lehnt er diese politisch aktionsfähige Menschheit ab? Weil da auch da wieder geht es um eine Bibelstelle, wenn man sich daran erinnert, sondern das eine, oder ich glaube, das ist die dritte Versuchung, der Jesus begegnet, wo ihm ein böser Geist, der Teufel, der Antichrist in der Wüste, die Herrschaft über die gesamte Welt anbietet, sozusagen. Und das heißt sozusagen, diese Idee, dass sich die Welt und die Menschheit politisch organisiert, ist für Schmidt als Erzkatholiker, er ist kein erzkatholischer Denker, aber es gibt dann noch katholische Reste in seinem Denken, der Inbegriff des Bösen, und er selbst, Schmidt, sieht seine Aufgabe, er nennt das Katechon, der Begriff geht auf Paulus zurück, dass diese Welteinheit, wie er es nennt, dass dieser Weltstaat aufgehalten werden muss und dass es richtig ist, dass miteinander bekriegende Staaten sich um die Hegemonie auf der Erde streiten. Ja. Vielfalt gegen eins. Schmidt ist ein anti-universalistischer Denker, ist ganz wichtig. Und er ist auch ein anti-utopischer Denker, der also eine Geschichtsphilosophie hat, die nun wirklich katholisch ist und die eigentlich
am Ende der Geschichte eben die Apokalypse warten sieht und nicht etwa die Utopie. Und insofern ist das Beste, was man tun kann, diesen Endzustand möglichst auch lange hinauszuschieben. Ja, das können aber eigentlich nur große Institutionen. Mhm. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, auf den ich dich eh schon festnageln wollte. Und wir müssen da noch einmal darauf zurück, dass Menschen gut sind. Also es geht auf jeden Fall geht es darum, dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist. Dass der Mensch ein gefallenes Wesen ist, dem man in seinen Selbstverwirklichungsprojekten nicht trauen kann. Der Mensch ist böse auch. Der böse ist sozusagen und dem, wo Schmidt legt sehr viel Wert auf, dass sozusagen alle politischen Theoretiker, die ihm am Herzen liegen, von der Bosheit des Menschen ausgegangen sind. Und sozusagen darum im Prinzip diesen politischen Gürtel anlegen. Und dass es nur naive, liberale Anarchistenwinkel sein, die sozusagen von der Gutwilligkeit des Menschen ausgehen und darauf eine politische Philosophie aufbauen sollen. Und ich glaube wirklich, ich finde das ein ganz, für mich war das jetzt beim Wiederlesen nochmal ein ganz guter Erkenntnismoment, auch das Schmidt differenziert. Also politische Theorien, so wie er sie im Sinne hat, und das sind für ihn die einzig echten, also wir könnten auch sagen, autoritäre oder konservative oder reaktionäre oder rechte Theorien müssen zwangsläufig von der Boshaftigkeit des Menschen ausgehen. Und deswegen braucht es eben Institutionen politischer Art, um diesen bösen Menschen zu bändigen. Hobbes wäre ja auch ein wichtiger Denker. Dagegen sind liberale und natürlich auch anarchistische Theorien, denen er im Grunde absprechen würde, wirklich satisfaktionsfähige politische Theorien zu sein, gehen von der Güte des Menschen aus, von seiner Erziehbarkeit, von seiner freien Entfaltung und so weiter. Aber wir liegen schlecht in der Zeit, wir könnten ewig an diesem Punkt noch weitergehen. Wir machen jetzt einen kleinen Schritt. Bislang haben wir sozusagen auf dem Niveau 1932 diskutiert, da kommt die Schrift in zweiter Auflage, das ist auch die bis heute kanonische Ausgabe von Schmidt so gewünscht, dieses Buches, der Begriff des Politischen, am Vorabend des Dritten Reiches, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Ich möchte aber jetzt in das Jahr 1963 springen, wo dieses Buch nämlich zusammen mit Schmidt neu aufgelegt wird. Und er steuert ein auch ganz wichtiges Vorwort bei, was den Text wiederum in der neuen Gegenwart 30 Jahre später verorten soll. In diesem Vorwort, was er beisteuert, geht es um all das, was sich in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert hat. Gerade eben in den Bereichen, die Schmidt so interessieren. Er spricht von neuen Formen von Feindschaft, die sich ergeben haben. Und er spricht auch von neuen Formen des Krieges, die sich ergeben haben. Und das sind Formen von Feindschaft und von Krieg, die mit dieser goldenen Ära des gehegten, streng ritualisierten zwischenstaatlichen Krieges nun wirklich gar nichts mehr zu tun haben. Er bedauert das, er beklagt auch das Ende dieser Ära. Welche Entwicklung beschreibt Schmidt hier und welche Figuren sind für diese Entwicklung wichtig? Okay, das ist eine riesige Frage. Also dann wir können auch dann ja, die Tür noch auf. Ich glaube, der erste Punkt, den man festhalten sollte, ist einfach, dass Karl Schmidt nicht nur das Ende dieser glorreichen Ära des gehegten zwischenstaatlichen Krieges beklagt, sondern dass er diese Geschichte selber umschreibt. Dass er diese Geschichte selber umschreibt und das in einem Buch macht, das 1950 erscheint, schon also ein bisschen vorher, das aber dann ausgearbeitet wird, das ist der Nomos der Erde. Und dann auf einmal beginnt Schmidt sozusagen nicht mehr so viel Wert auf staatliche Souveränität, der Staat, der entscheidet über Feindschaft, über die Ausnahmesituation, sondern sich über die geografische Gegebenheit von Politik dafür zu interessieren. Und das erleichtert der Begriff von Nomos. Auf der allereinfachsten Ebene könnte man sagen, was meint Schmidt mit Nomos? Nomos ist sozusagen die Verbindung zwischen politischer Ordnung und Ordnung. Jede politische Ordnung schreibt sich sozusagen in ein gewisses Territorium ein, was sie absteckt und grenzt, bestimmt sozusagen. Also ganz konkret, das geht in der Frühgeschichte los, ein Feld wird eingehegt, ein Gebiet abgesteckt, Territorien markiert, etc. Die Pointe des Nomos-Begriffs ist ja, und da setzt Schmidt seine Kritik am Liberalismus fort, dass viele abstrakte Rechtsordnungen und Gesetze natürlich einfach von der Allgemeingültigkeit von Verfassungen, von politischen Rechtsformen, von Territorien ausgehen. Das war die Ursünde des Liberalismus. Jetzt sozusagen gelingt es Schmidt mit diesem altgriechischen Begriff des Nomos, diese sozusagen geografische Komponente mit reinzubringen, die immer vor allem eins heißt, da ist das Stichwort Landnahme. Ja? Und über die Landnahme läuft auch im Prinzip die
Neuschreibung der Geschichte der Welt nach dem Westfälischen Frieden. Walden Schmidt sagt, wir hatten da eine Zeit, da folgte der Krieg noch Regeln, da war alles folgt in einer gewissen Ordnung, sagt er jetzt halt, man muss das relativieren, weil diese Hegung eben nur in Europa galt, sozusagen. Wenn man guckt, das war so der europäische Nomos, wenn man so will. Außerhalb gab es die neue Welt, hier hörte das europäische Recht auf, jedenfalls das europäische Völkerrecht, und infolgedessen konnte der bislang gehegte Krieg sich auch hemmungslos entfalten. Das wird sozusagen wichtig dann, wenn wir über die 60er Jahre nachdenken, warum Schmidt anschlussfähig für die Linken wird. Weil für eine Kolonialismuskritik. Absolut Kolonialismuskritik. Und Schmidt sozusagen, weil er eben sehr kalt darüber schreibt, sozusagen, dass Ruhe in Europa nur herrschte, weil man außereuropäische Völker brutal und gnadenlos unterdrückte, ob es im amerikanischen Ureinwohner oder Afrika oder Asien liegen sozusagen. Das ist diese berühmte Formel von Beyond the Line. Oder? Mhm, genau. Sozusagen da hört die Freundschaftslinie auf. Also Krieg zwischen Europäern ist eine Sache, aber man hält sich an keinerlei Regeln, sobald man sozusagen diese Freundschaftslinie überschreitet. Und das perfide daran war sozusagen, dass es sowas wie ein implizites Verständnis gibt, meint Schmidt, zwischen den europäischen Staaten, sich eben an keine dieser Regeln zu halten. Das war sozusagen der Nomos. Der andere Punkt ist sozusagen neue Formen der Feindschaft. Was hat sich geändert? Schmidt sagt, seit 1939 sehen wir neue Formen der Feindschaft. Und er führt eine Unterscheidung ein. Es gibt jetzt drei Formen von Feindschaft. Den konventionellen Feind, das ist der Feind, das Duell, Barry Lyndon, den wir gesprochen haben. Und es gibt den wirklichen Feind und den absoluten Feind sozusagen mittlerweile. Und sowohl der wirkliche als auch der absolute Feind kristallisieren sich in dem, was Schmidt der Partisan nennt, sozusagen. Da werden wir dann sozusagen bei Apocalypse Now. Absolut, das geht in die Richtung, das geht absolut in die Richtung. Was ist sozusagen, was ist der Partisan? Schmidt datiert, du hast gerade erwähnt, dass Schmidt sozusagen die Ende der Ära des modernen Nationalstaates feststellt. Er fängt an, sich für Formen des Politischen zu interessieren, die sich gegen Staaten gewendet haben. Und die Frühgeschichte des Partisanen geht los mit dem spanischen Widerstandskrieg gegen die napoleonische Besetzung. Das war ein kleiner Krieg, der auf Scharmützeln basierte, daher haben wir unser heutiges Wort Guerilla. Und dieser Partisan ist für Schmidt die neue, nicht der Staat, sondern, das ist ja wichtig, nicht der Staat, der Krieg führt, sondern der Partisan ist die neue Figur der Feindschaft für Schmidt. Also der Partisan ist in der klassischen Ära erstmal eine ganz marginale Figur. Absolut, absolut, die sozusagen an Wichtigkeit in der Nachkriegszeit in den antikolonialistischen Befreiungskämpfen zunimmt. Und dann kann man sich natürlich fragen, was ändert sich? Also was sind das für Kampfverhältnisse, was sind das für Feindschaftsverhältnisse? Und da gibt es vier Sachen, die sich feststellen ließen. Im Gegensatz zum klassischen Soldat ist der Partisan ein irregulärer Kämpfer. Ja, das heißt sozusagen, Partisanen tragen keine Uniformen. Partisanen sind nicht als solche zu erkennen und betreten auch nicht das offene Schlachtfeld. Das zweite Punkt ist sozusagen, Partisan kommt ja von Parteigängern. Dass Schmidt feststellt, es gibt neue Formen politischen Engagements. Die Intensität erhöht sich immer weiter sozusagen. Der dritte Punkt ist, dass natürlich der technologische Fortschritt die Sache auch gehörig verändert. Da spricht Schmidt von der gesteigerten Mobilität. Das heißt sozusagen, der Partisan, sein Auftauchen ist nicht Apocalypse Now, die Vietnam-Filme sozusagen. Das Auftauchen ist nicht vorhersehbar. Es gibt eine neue Beweglichkeit, eine Schnelligkeit. Die Leute tauchen aus dem Hinterhalt auf, ziehen sich dann zurück. Der unfassbare Feind ist ja sozusagen ein Topos geworden auf dem US-Kino. Der vierte Punkt, und das ist wichtig, das leitet uns nämlich zum absoluten Feind über. Der vierte Punkt ist das, was Schmidt den tellurischen Charakter des Partisanen nennt. Das heißt sozusagen, dass jemand, Sie sehen die Verbindung mit dem Nomos, der der Erde verbunden ist. Das ist jemand, der ein Stück Land verteidigt, eine autochthone Beziehung hat und oft gegen sozusagen fremde Okkupanten im Prinzip sein Heimatland verteidigt. Der Indochina-Krieg, Che Guevara, sind sozusagen typische Figuren des Partisanen. Das selbst ist ja mal ein Autor zum Beispiel, den Schmidt liest. Und den Schmidt liest und den er sozusagen, wo er meint, dass diese Leute in politischer Hinsicht klarer sehen als alles, was man zu der Zeit in Westeuropa findet. Mhm. Schmidt bezieht sich positiv auf Mao. Für Schmidt ist Mao, was Mao in China macht, sozusagen, ist sozusagen eine Art Unabhängigkeit, ist zwar ein Bürgerkrieg, aber es geht um die Unabhängigkeit und um das Ende des Einflusses westlicher Mächte.
Schwierig wird das dann sozusagen, also Mao mit der gute Partisan, schwierig wird die Sache mit Lenin. Mit Lenin schwierig oder schwierig? Schwierig, schwierig, okay. Schwierig, unmöglich, schlimm, böse. weil wir mit Lenin sozusagen der absolute Feind entsteht. Was wir mit Lenin sehen, ist, was Schmidt den motorisierten Partisan nennt. Das heißt sozusagen, klar, Mao ist jemand, oder Indochina, Vietnam, Mann, die Leute wollen einfach sozusagen, dass es da, was weiß ich, die USA sich aus diesen Gebieten zurückziehen. Bei Lenin geht es um was ganz anderes, sozusagen. Lenins Kampf ist nicht defensiv, nicht zellurisch. Der Krieg bei Lenin wird zum Instrument des internationalen Klassenkampfes. Da gibt es keine Bezüglichkeit mehr auf irgendeine geografische Begebenheit. Das Ziel ist Weltrevolution. Ja? Und davor waren Jünger, also der Partisan bei Lenin ist der Berufsrevolutionär, der kein Vaterland, kein irgendwo in der Welt auftritt und sozusagen da revolutionäre Umtriebe sehen soll. Das ist sozusagen, also der technische Fortschritt führt zur Entortung der Feindschaft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig sozusagen. Davor warnt Schmidt. Aber also die Figur des Partisanen ist ja erstmal, scheint fast so eine traditionelle Figur, fast eine altmodische Figur zu sein, mit dieser Bindung an das Auch wieder nostalgisch. Das scheint ganz nostalgisch. Schmidt schreibt lang und breit, 63 kommt ja auch seine Theorie des Partisanen noch heraus, schreibt lang und breit über diese spanischen Partisanen, die ja ganz offensichtlich irgendwie auch in hohen Ehren hält. Und nun kommt eben Lenin und dann später Mao, und das Entscheidende, was die tun, ist doch, dass die eigentlich diese traditionelle Form, marginale Form des Kampfes verbinden, wie du gesagt hast, mit der Idee der Weltrevolution und vor allem mit einer revolutionären Ideologie. Oder? Und dadurch verändert sich der Charakter des Partisanen fundamental und vor allem wird er dadurch eigentlich wie Schmidt sagt, zur Figur des Weltgeistes, die eigentlich für alle Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert geradezu paradigmatisch ist. Kann man das so sagen? Das ist absolut richtig. Und noch dazu kommt natürlich, dass sich der Lenins Berufsrevolutionär natürlich ist es schwierig, mit diesen Leuten dann zu verhandeln, also sagen, weil man natürlich nicht mehr an Einhegung an den geografischen Grenzen interessiert ist. Das war die eine Sache. Das andere ist natürlich, ja, für das 22. Jahrhundert, aber darauf werden wir wahrscheinlich später nochmal zurückkommen, im 21. Jahrhundert wird das schwierig. Was wir heute, von meiner Warte aus zumindest, sehen, ist natürlich, dass die Figur des Partisanen ganz klar auch in diesem historischen Kontext der Dekolonisierungszeit verortet bleibt. Und dass also alle Beispiele, die wir genannt haben, sozusagen stammen ja aus dieser Zeit. Mhm. Und dass es für gewisse Formen kriegerischer Auseinandersetzungen heute vielleicht nicht mehr so leicht anwendbar ist, sozusagen. Ja, prototypisches Bild des 21. Jahrhunderts, aber halt vielleicht nicht mehr des 21. Jahrhunderts, wenn man kommt. Mhm. Für Schmidt in den 60er Jahren ist der Partisan die Figur des Weltgeistes, die im Grunde den Staat, den Leviathan, abgelöst hat. In einem Zustand, den er eben auch als Weltbürgerkrieg bezeichnet. Also die Kriege, die geführt werden im 20. Jahrhundert, stehen immer im Zeichen von im Grunde aggressiven, raumgreifenden, imperialistischen Ideologien, die sich kein Deut etwa um eine Raumordnung, wie es eben Nomos der Erde entworfen hat, scheren. Etc. Wir sind jetzt schon in der Nachkriegszeit. Man kann sich vorstellen, dass die Theorie des Partisanen 1963 publiziert, einige Jahre später in der Bundesrepublik in Westdeutschland auch auf das Interesse der sogenannten 68er gestoßen ist, also der Generation, die Theorie begeistert war, die Sokamp-Kultur sich erlesen hat sozusagen und die sich im Laufe der 60er Jahre, zumindest ein Flügel dieser Studentenbewegung, politisch radikalisiert hat. Es werden Konzepte von Stadtguerilla diskutiert in den frühen 60er Jahren, in den späten 60er Jahren. Und das sind also möglicherweise die ersten, die auch dann anfangen, Schmidt zu lesen. Erstmal ein Publikum, an das er sicherlich nicht unbedingt gedacht hat, als er diese Texte verfasst hat. Schmidt sitzt ja zu diesem Zeitpunkt untergetaucht, das hattest du eingangs erwähnt, da wo er ursprünglich herkommt, in Kettenberg, im Sauerland, er nennt das ein wenig selbstmitleidig und wehleidig San Casciano, das ist der Verbannungsort, an dem Niccolò Machiavelli verbannt worden ist, einer seiner großen Vorgänger, ein auch Theoretiker des Politischen. Und Schmidt sieht sich eben auch als politische Opferfigur, die also dazu
verdammt ist, nun quasi untergründig zu wirken. Und das tut er durchaus auch. Also Schmidt ist eine Figur, Plettenberg ist ein Ort, zu dem man pilgert. Von Henning Ritter bis Rudolf Augstein geht man nach Plettenberg. Und im Laufe der 70er Jahre wird diese subkutane Rezeptionsgeschichte und diese Wirkung dieses Theoretikers, der zu der Zeit ja auf sämtlichen Tabulisten steht, in der Bundesrepublik als Kronjurist des Dritten Reiches, wird sie trotz allem breiter. Und ich will das nur ganz kurz skizzieren, in dem Maße nämlich, wie also diese Konstellation von 68 nach den enttäuschten Erwartungen dieses Scheiteljahres 1968-69, wie diese Konstellation zerfällt. Also wir haben auf der einen Seite eben einen Flügel der Studentenbewegung, der sich radikalisiert, der also in die Militanz geht, und Sie können sich vorstellen, dass Konzepte von Feinderklärung, von der Notwendigkeit und von der Legitimität, Politik auf Feindschaft zu gründen, dass das natürlich in einem Kontext der Militanz und der Militarisierung interessant gewesen ist. Schmidt ist auch ein Theoretiker, der die herrschende politische und gesellschaftliche Ordnung auf einmal ganz fragil erscheinen lässt, wenn man ihn liest, weil er nämlich in seinen Schriften, das liegt auch an diesem untergründig raunenden Tonfall, im Grunde immer davon spricht, dass der Ausnahmezustand eigentlich jederzeit möglich ist. Zumindest erscheint er möglich zu sein. Also Schmidt zu lesen in den 70er Jahren in der Bundesrepublik bedeutete auch daran zu glauben, dass die Revolution oder zumindest ein politisches Großereignis, eine Entfestung von Gewalt dicht unter der Oberfläche dieser auf den Blick doch erstmal sehr friedlichen Gesellschaft und Verhältnisse möglich sei. Das heißt, das hat Schmidt auch sehr attraktiv gemacht für diese Lesergeneration. Und es kommt dazu, dass man sich wund diskutiert hat, könnte man sagen, also im Kontext des Neomarxismus, der Frankfurter Schule und einer Philosophie, die immer dialektisch gedacht hat. Also die Geschichte als einen rationalen, fortschrittlichen Prozess erachtet, so wie Hegel und später Marx das dann konzipiert hatten, die also im Grunde immer auf Vermittlungsformen, auf Konsens zusteuert. Der Glaube an die Kommunikation ist auch innerhalb der Studentenbewegung enorm, und das wird im Laufe der 70er Jahre alles schwächer und zerfällt, und da hat man auf einmal einen Denker, der eben nicht an Vermittlung glaubt, nicht den historischen Prozess auf Vermittlung zusteuern sieht, sondern der Konflikt, Differenz und Krieg eigentlich als anthropologische Konstanten und als Determinanten des Geschichtsprozesses erachtet. Das macht Schmidt interessant. Ein Großteil der Rezeption seit den mittleren 70er Jahren, würde ich sagen, der sich auch in Westdeutschland dann an Schmidt erfreut, verläuft aber über einen Umweg, und dieser Umweg heißt Frankreich. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Kapitel der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte von Karl Schmidt, dass er also zu einem Zeitpunkt, auch in den 60er Jahren schon, als er in Deutschland tatsächlich noch relativ stark tabuisiert wird, in Frankreich schon auf produktive Art und Weise weitergedacht worden ist. Insofern würde ich gerne, nicht zuletzt auch, weil das ja nun eins deiner Gebiete ist, wo du dich intensiv mit beschäftigst, nochmal über diese Fruchtbarkeit der französischen Rezeption des Denkers Karl Schmidt sprechen. Kann man vielleicht mit ein paar Sätzen charakterisieren, warum Schmidt und seine waffenklirrende Theorie in Frankreich auf so einen fruchtbaren Boden fällt? Ich glaube, man müsste da einfach mit einem Paradox beginnen. Also sagen, der erste und wahrscheinlich größte Schüler Karl Schmidt in Frankreich war jemand, der beinahe sein Leben im Widerstandskampf gegen die Nazi-Besatzung verloren hat. Er ist auch Juniorfreund. Das ist sozusagen, und das hat zu, ich möchte sagen, schwierigen Gesprächen zwischen beiden geführt. Also für uns ist es irgendwie unvorstellbar, dass sich jemand sozusagen, der, wir haben jetzt auch kaum die Zeit gehabt, über Schmidt im Dritten Reich zu reden, aber ich meine, die Frage, im Prinzip ein Regime, dem man sehr, sehr, sehr lange und sehr systematisch das Wort geredet hat. Für uns ist es schwierig, sich das vorzustellen, dass jemand sozusagen, der sein Leben fast gelassen hat, im Kampf gegen die Nazis, dann auf einmal Schmidt als den großen Denker des Politischen entdeckt. Es gibt, um das ganz kurz zu skizzieren, weil ich jetzt sozusagen nicht einfach, das ist zu voraussetzungsreich, jetzt einfach in das System dieser Denker im Prinzip einzutreten.
Es gibt Mitte der 60er Jahre eine Figur, die ganz wichtig ist, das ist Raymond Aron, A-R-O-N, der an der Sorbonne Soziologe ist und der drei Doktoranden hat. Sozusagen drei Doktoranden hat, von denen einer Julian Freund ist, der im Prinzip in einer 800 Seiten umfassenden Doktorarbeit namens L'essence du politique, das Wesen des Politischen, so eine Art Gelehrtenkommentar zu Schmitts Denken gibt und einfach ganz klar diese Konfliktualität, die Unmöglichkeit der Harmonie im politischen Leben, die Unabdingbarkeit von Feindschaft auf einen wahnsinnig elaborierten, komplexen, sozusagen philosophischen Sockel stellen. Da gibt es noch zwei andere. Seien Sie froh, dass wir Sie heute mit Julia Freund sprechen. Es gibt dann noch zwei andere, im Prinzip es gibt noch zwei andere Doktoranden von Raymond Aron zu der Zeit. Der eine ist André Glucksmann, den man heute vielleicht kennt, wenn Sie den Perlen noch mal lesen. Im Prinzip so ein liberaler, konservativer, der sehr viel vor der Gefahr der Islamisierung war. Der war 68 Maoist. Der war 68 Maoist und schreibt eine Doktorarbeit, die heißt Der Diskurs über den Krieg, wo er im Prinzip einmal von Hegel über Kojève bis Mao einfach sagt, okay, es gibt eigentlich nur ein Thema in der westlichen Philosophie und das ist Krieg und das ist auch gut so. Also sagen, man muss sich das ja vorstellen, ich meine, dass natürlich der Maoismus im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich nicht nur eine Randerscheinung war. Also wie denken, ich meine, ich freue mich jetzt, Eckhard Knörer ist ja auch gekommen, wenn man sozusagen über an die Filmlandschaft denkt, an Godard, an La Chinoise, dass die talentiertesten französischen Studenten waren 68 Maoisten sozusagen, und die Leute dachten, dass das Land so kurz vor einem Umsturz steht. Das wäre ein Punkt. Der dritte, und das ist vielleicht für uns heute am interessantesten, ist Claude Lefort, L-E-F-O-R-T, der eine Doktorarbeit über Machiavelli schreibt, die sehr lange ist, erst 1972 fertig wird, nach 12 Jahren Arbeit daran, und wo er einfach sozusagen eine Theorie liefert und sagt, wir können Konflikt in das Herz einer demokratischen Theorie stellen, ohne deshalb die Irrwege von Schmitt zu gehen. Claude Lefort entwickelt eine Theorie des Konfliktes, die sagt, jede demokratische Theorie oder jede demokratische Gesellschaft ist grundlegend auf Konflikten sozusagen gebaut. Und das heißt aber nicht, dass im Prinzip, und im Gegensatz zu Schmitt betrifft das halt nicht die zwischenstaatlichen Bereiche, sondern in der Gesellschaft. Ja, also sagen, es ist so im Prinzip ein Modell, das dafür plädiert, die liberale Verfasstheit von Gesellschaften und das Ernstnehmen von Konflikten miteinander vereinbar zu machen. Das ist wahnsinnig wichtig. Schmitt selber hatte sich ja auch nie für die Demokratie in erster Linie interessiert. Nicht? Also er ist eigentlich kein Theoretiker der Demokratie. Und er ist ja kein Gegner der Demokratie, weiß ich nicht genau. Es ist einfach kein Zentrum. Es ist nicht das Zentrum seines Denkens. Und ein Theoretiker wie Lefort macht auf einmal sozusagen ein Schmittsches Instrumentarium für diese Staatsform der Demokratie fruchtbar, oder? Na und sozusagen, er wendet Schmitt auch gegen Schmitt, indem er sagt, problematisch wird Politik immer erst, wenn sie diese Konfliktualität des Lebens zuschütten möchte, durch sozusagen eine falsche Homogenität. Also sprich sozusagen, bei Schmitt ist das natürlich das Volk, sozusagen das Volk, was nach innen geeint ist, um nach außen seinen Feinden bewegen zu können. Lefort sagt, Schmitt war nicht zu politisch, Schmitt war nicht zu wenig, war zu wenig politisch, deswegen war er Nazi. Das ist eine unglaubliche Wolte im Denken, weil er sagt, jeder Versuch, der so tut, als ob wir hier alle einig sind, sei es als deutsche Rasse, sei es sozusagen als im Prinzip eine Klasse, ist eine Täuschungsmanöver und eine Verdeckung des Politischen, was sozusagen über gewisse Formen geregelter Konfliktualität nie hinausgelangen wird. Mhm. Gefährlich sind die Leute, die das leugnen. Also da wird sozusagen Schmitt gegen sich selbst gekehrt. Jetzt, wir haben nur noch ganz wenig Zeit, aber wir müssen einen Satz jetzt ganz kurz noch verlieren, über Schmitt im Dritten Reich. Und zwar haben wir ja vorhin relativ ausführlich uns darüber unterhalten, dass er eben versucht, den Feind von allen inhaltlichen Bestimmungen freizuhalten und ihn so rein formal kristallin zu bestimmen. Gerade in den 30er Jahren an verschiedenen Schriften hat man das Gefühl, so wirklich ist ihm das eigentlich nicht gelungen. Oder? Kannst du da noch zwei Sachen zu sagen? Inwiefern diese Homogenisierung, diese Auffüllung des Feind- und des Freundbegriffes dann eben doch zu der letztendlich der Hinterrücks der Einführung von solchen Kollektivkörpern wie dem Volk, der Rasse vielleicht auch führen. Also dazu ein Text von 1934, glaube ich, ganz wichtig, Staatbewegung Volk, wo er dem einen neuen Regime seine philosophische Referenz erweist, wenn man so will. Und dann auf einmal
ganz klar sagt, also sagen, im Begriff des Politischen ist immer von sozusagen der Einheit des Volkes die Rede. Also Schmidt hat wahnsinnige Angst vor dem Bürgerkrieg. Sozusagen Staaten müssen nach innen geeint sein, um nach außen sicher auftreten zu können. Alles andere ist Bürgerkrieg sozusagen. Und diese Einheit ist eine völkische Einheit, das ist ganz, ganz klar. Das ist aber nicht zu jedem Zeitpunkt eine rassisch aufgeladene Theorie, auch nicht biologisch oder sowas. Sozusagen das ist, das muss man ganz klar unterscheiden. 1934 werden diese Übergänge jedoch fließender und man sozusagen auf einmal geht es, wie stellt man Einheit im Volk her? Auf einmal taucht der Begriff des Artfremden sozusagen darin auf. Und das ist natürlich sehr schwierig, das wird dann wirklich eine Art scholastische Diskussion, von Artfremdheit zu reden, ohne jeglichen Bezug auf sozusagen biologistische Rassetheorien. Ja. Vorher, du hattest das ja erwähnt, ging es immer nur sozusagen Feindschaft gegen das Fremde, gegen das, was man nicht ist, gegen das, was außerhalb der Gemeinschaft steht. Das wird jetzt ein bisschen, das erfährt eine gewisse biologistische Grundierung, ganz einfach sozusagen. Ja. Das ist richtig. Daneben steht natürlich auch immer die Frage, gibt es sowas wie einen inneren Feind? Gibt es sowas, klar, die Gefahr des Bürgerkrieges, aber gibt es sozusagen wirklich einen Feind, vor dem man sich in Acht nehmen muss? Und das ist natürlich auch die Frage, die Schmidt umtreibt, die er nie systematisch beantwortet, die sich auch viel in den Tagebüchern findet, ob die Juden dieser innere Feind sind. Und dass Schmidt Antisemitisch war, steht außer Frage. Sozusagen. Das wissen wir nicht zuletzt aus seinen Tagebüchern, in denen also auf schockierende Weise, also nicht nur seine intellektuelle, geschichtsphilosophische, sondern wirklich auch affekthafte und habituelle, sein Antisemitismus ans Tageslicht gekommen ist, oder? Absolut, absolut, da kann es keinen Zweifel geben. Ich meine, die Frage wäre dann sozusagen, wie, inwiefern seine Theorie der Feindschaft im Prinzip dann eine Art nationalsozialistische Obertöne annimmt, wenn man so möchte. Ich meine, das andere ist natürlich, dass es stellt sich aber die Frage, ist Schmidt von seinem Engagement im Dritten Reich so kontaminiert, dass man heute mit ihm nichts mehr anfangen kann? Diese Frage wollte ich dir gerade stellen. Ja. Damit kommen wir nämlich dann jetzt zu unserem Schlusskapitel, zu unserem Schlussakkord. Was sagt uns Schmidt heute noch? Dieser historisch-ideengeschichtlich natürlich in jedem Falle kompromittierte Denker. Können wir mit Schmidt irgendetwas anfangen, wenn wir an tagespolitische Themen denken, der innere Feind, Pegida, Ukraine-Konflikt, Islamismus, Abendland, Orient. Ist Schmidt ein Denker, der im Moment wieder Konjunktur hat oder Konjunktur haben sollte? Können wir von seiner Begrifflichkeit heute noch profitieren oder eher nicht? Es gibt Leute, und es gibt nicht wenige Theoretiker, die sagen, was können wir heute noch von Schmidt lernen? Absolut nichts. Dazu gehören vor allem die Vertreter der Systemtheorie, die da extrem gute Gründe für liefern. Und das ist natürlich umso pikanter, weil der Philosoph Jürgen Habermas Niklas Luhmann gern vorgeworfen hat, dass er in seinem technokratischen Denken gewisse schmidtianische Züge hat. Niklas Luhmann als prominentester Vertreter dieser Systemtheorie, genau. Aber ich meine, es gibt einfach, der Lieblingsschüler, wenn man so möchte, von Niklas Luhmann, Dirk Becker, hat in einem Aufsatz ganz klar da auf Habermas Vorwürfe reagiert und hat gesagt, im Prinzip, Schmidts Freund-Feind-Denken macht aus einer systemtheoretischen Perspektive überhaupt keinen Sinn, weil wir heute in einer hochgradig ausdifferenzierten Gesellschaft leben, in der natürlich nicht mehr diese existenzialistischen im Prinzip, Konfrontationen eine Rolle spielen, sondern einfach Flexibilität, Erwartungsmanagement, die Fähigkeit, sich auf ganz schnell wechselnde Kontexte einstellen zu können. Das heißt, die Komplexität der Welt lässt diese existenzialistischen Vereinfachungen wie bei Schmidt gar nicht mehr zu, im Prinzip. Das ist kein geistkonzeptuelles Instrument, mit dem man sich heute orientieren könnte. Andererseits ist es natürlich so, dass wenn man sich anguckt, was außenpolitisch geschehen ist, gerade nach dem 11. September, ganz klar natürlich Schmidts Diktum, dass es keinen inhaltlichen, normativen Grund gibt, warum Leute einander töten. Das ist ja sondern auch ein Bestandteil seiner Theorie, dass man das natürlich wiederfindet. Das ist sehr schwierig von der Hand zu weisen, zum Beispiel, dass die Art und Weise, wie Osama Bin Laden getötet wurde, das ist natürlich nicht aus der US-Verfassung herzuleiten, das ist nicht mit gewissen Rechtsgrundsätzen vereinbaren, sondern das folgte aufgrund einer Feinderklärung. Und der wurde, Osama Bin Laden wurde als politischer Feind ausgeschaltet. Das ist ganz klar sozusagen. Also hier sind nach 9/11 hat sich die politische Rhetorik in den USA im Grunde
stark verändert, dahingehend, dass humanitäre Gründe, die Schmidt immer nur als Vorwand bezeichnet hätte, nämlich von liberalen Gesellschaften, oder dass auch die Legitimation dieser Schläge durch die UNO tatsächlich ja durchaus also weniger ernst genommen worden ist, nach meinem Gefühl. Das heißt, da wurden auf einmal die USA, also vielleicht Schmidts härtester Feind eigentlich zur Zeit, als er diese Bücher schreibt, bewegen sich auf einmal in einer schmidtianischen Rhetorik oder Matrix. Auf jeden Fall. Und es gibt auch in Frankreich und teilweise in den USA Theoretiker, die versuchen, diese Weltsituation, in der wir leben, mit Schmidts Begriffen zu fassen. Und da stellt sich zum Beispiel die Frage nach dem Verhältnis von Partisan und Terrorist, ganz klar, ne? Sozusagen, weil man natürlich sagen könnte, die Attentäter des 11. September haben natürlich, würden Schmidts als Bedingungen des tellurischen Verteidigungskampfes nicht gerecht werden. Da wird dann aber immer darauf hingewiesen im Prinzip, dass Osama Bin Laden natürlich als Kind oder als Jugendlicher von der von den US-Basen in Saudi-Arabien politisiert wurde, dass ganz viele Akteure des Islamischen Staates in gewissen US-Gefängnissen sozusagen militarisiert und militant wurden. Diese Argumente kommen dann auf jeden Fall. Das Interessante ist natürlich, dass darauf weist, na gut, das wird jetzt wieder ein historischer Exkurs, da haben wir wahrscheinlich die Zeit nicht mehr, aber dass wir heute vergessen, sozusagen, dass darauf weist Schüler und Freund, den ich kurz erwähnt hatte, heute hin, dass Terrorismus am Anfang Staatsterrorismus war. Also sein Begriff La Terreur kommt aus der Französischen Revolution und bezeichnet die Zeit, in der Robespierre regiert hat, also 1793, nicht mehr mit dem Parlament, sondern mit den Wohlfahrtsausschüssen, wo im Prinzip, und das ist nicht eine Fremdbeschreibung, das ist, sie selbst bezeichnen und charakterisieren ihre politische Aktion als La Terreur, um die Feinde der neuen Republik und der Revolution auszuschalten, um sozusagen die tugendhafte Republik. Aber die Terror begeht der Staat an dieser Stelle. Absolut. Und die Frage zum Beispiel der Verbindung zwischen Terrorismus und Staatlichkeit ist ja in letzter Zeit wieder unglaublich kompliziert geworden. Viele politische Theoretiker hatten sich ja daran gewöhnt, die neuen Formen des fundamentalistischen Terrorismus im Netzwerkgedanken aufgehen zu sehen. Al-Qaida als sozusagen Netzwerk ohne Zentrum, die hochgradig mobil überall auf der Welt angreifen können. Auf einmal natürlich hat man es wieder mit sozusagen einer Entität zu tun, die das Staat im Namen trägt, nämlich der Islamische Staat. Dann was heißt das sozusagen? Was kann uns Schmidt dazu sagen? Julian Freund sagt hingegen natürlich, dass der Terrorist absolut vom Partisanen beschieden werden muss. Und das ist aufgrund, für ihn sind Terrorakte individualistische Elemente und nicht kollektivistische. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und er weist dann sozusagen darauf hin, dass im Prinzip Terrorakte immer auch darauf zielen oder Versuche sind, Zeugen und Anerkennung für die eigene Weltsicht im Terrorakt zu finden, sozusagen. Das war natürlich bei den Attentaten auf Charlie Hebdo sehr wichtig, dann wo die eigene Medialisierung immer mitgedacht wurde. Das war ein Aspekt, der zum Beispiel in den Theorien des Partisanen vernachlässigt wurde. Aber wichtiger ist, glaube ich, noch, also das sind dann sozusagen philosophietheoretische Spekulationen. Wie denkt man die Figur des Terroristen, was hat das mit dem Partisanen zu tun? Wichtiger ist, glaube ich, natürlich, wenn man nochmal einen Schritt zurück macht und über den, nicht über den Terrorist, sondern über den Krieg gegen den Terrorismus nachdenkt. Und das ist was, wo es meiner Meinung nach extrem fruchtbare Debatten in den letzten 10 Jahren gegeben hat. Auf eine, sozusagen auf die würde ich schon gerne noch hinweisen, die zwischen Jürgen Habermas und Jacques Derrida, die sozusagen lange verfeindet waren. Verfeindet. Sie ist sozusagen gerade, es gibt ja sehr harte Angriffe von Habermas im philosophischen Diskurs der Moderne von 85 gegen Derrida, die aber sozusagen wieder zueinander gefunden haben über die Debatten, die sie über den 11. September, nach dem 11. September geführt haben. Also es gibt ein Buch dazu, das heißt Philosophie in Zeiten des Terrors. Das sind Interviews gewesen, die in New York stattfanden zwischen Derrida und Habermas. Und dort führt Derrida die Idee einer Politik der Freundschaft ein, die es braucht, um sozusagen dieser terroristischen Destabilisierung zu begegnen. Was das heißt, das werde ich sozusagen, es wird natürlich die Herausforderung Derridas extrem gewundene Denkwege in 2 Minuten zusammenzufassen.
Aber sozusagen für Derrida ist der Krieg gegen den Terrorismus eine Autoimmunkrise. Eine Autoimmunkrise, was heißt das? Der Begriff kommt ja aus dem Medizinischen. Aber sozusagen schon darin wird ja Schmidts Unterscheidung von Freund und Feind unterlaufen. Weil bei einer Autoimmunkrankung natürlich nicht mal außen und innen Freund und Feind komplett durcheinandergebracht werden. Weil natürlich eine Autoimmunkrise bezeichnet, dass der Körper seine eigenen Abwehrkräfte angreift, sozusagen. Das ist sozusagen der erste Punkt, den man dann behalten muss. Da kann man ja an solche intrikaten Komplikationen denken, wie du sie eben geschildert hast, oder? Die amerikanische Militärbasis oder die Ausrüstung der Mujahideen gegen die Sowjetunion. Absolut, das darum geht es denn. Sich später gegen die Amerikaner, genau. Etc. Das ist ein Beispiel, was Derrida anführt, sondern das wären die historischen Aspekte der Autoimmunkrise. Das ist übrigens auch ein Konzept, das heute sehr viel von Peter Sloterdijk verwendet wird, der einer der eifrigeren Derrida-Leser in Deutschland ist. Und der dritte Aspekt ist natürlich der sozialpsychologische Aspekt des Kriegs gegen den Terror. Und da spricht Derrida an der Stelle von der Angst vor dem Peer-Avenir. Das ist ein Wortspiel, sozusagen von der Angst, dass es ein Scoop, also nach dem 11. September noch schlimmer kommen könnte, dass noch schlimmere Terroranschläge passieren und dass diese Angst mit den Verdrängungen, mit den Übersprungshandlungen und ihren irrationalen Schüben genau das heraufbeschwört, wovor sie sozusagen uns eigentlich schützen möchte. Und das ist dann sozusagen der letzte Aspekt der Autoimmunisierungskrise, dass natürlich wir alle jetzt darüber reden, dass ein Stück weit Freiheit aufgegeben werden muss für das Prinzip Sicherheit. Das ist sozusagen für Derrida der letzte und der wichtigste Aspekt sozusagen der Autoimmunisierungskrise. Und das war natürlich noch, Derrida starb leider 2004, lange bevor der NSA-Abhörskandal zum Beispiel bekannt geworden ist, wo man sagt, okay, Zugriff auf alle Daten, wann, wo, egal wo, überall auf der Welt, im Abwehrkampf gegen den Terroristen. Und das Perverse an dieser Logik ist ja sozusagen der NSA, dass das nicht ein Feinddenken ist, sondern sowas wie eine paranoide Logik des Freundes. Wenn man nichts zu verbergen hat, warum sollte einen dann überhaupt die Überwachung stören? Sozusagen, das sind diese Verdrehungen, die wir uns gerade sozusagen, denen wir auseinandersetzen. Ein letztes Wort sozusagen zur Politik der Freundschaft, was Derrida darunter versteht. Ich glaube, das ist eine Konzession, ein Kompromissangebot an Habermas, der ja auch ein großer Kantianer ist, weil diese Politik der Freundschaft, da bezieht sich Derrida auf Kants Text vom ewigen Frieden von 1795, gibt es einen kurzen Absatz, wo es um Hospitalität geht. Und Hospitalität, ich habe mir das aufgeschrieben hier, das ist sozusagen eines, die soweit Kants Sprache oder auch durchaus schön sein kann, ist das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Ja, also sagen wir, Hospitalität ist das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines anderen wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Der andere Begriff, den Kant da einführt, ist der Wirklichkeit. Und der Wirt, da sind wir wieder bei Immunologie, also sozusagen, das sind diese Begriffsspiele bei der Rede. Der Wirklichkeit. Der Wirklichkeit, genau. In dieser Debatte zwischen Habermas und Derrida plädiert Habermas für Toleranz, sozusagen für mehr Toleranz, um dieses globale Besuchsrecht Wirklichkeit werden zu lassen. Derrida lehnt den Begriff der Toleranz ab. Für ihn sind sozusagen die Widersprüche, der religiöse Ballast des Toleranzbegriffes zu groß. Toleranz entstand natürlich auch in den Religionskriegen als ein politisches Dogma des 17. Jahrhunderts. Derrida sagt an einer Stelle sehr schön, dass Toleranz die Vernunft des Stärkeren ist, weil Toleranz ist immer der festlegt, unter welchen Bedingungen man Toleranz zum anderen ist. Derrida hält Toleranz für eine Gastfreundschaft unter Vorbehalt, sozusagen. Deswegen, also diese Person, die einfach die Regeln, die der Gastgeber vorgibt, respektiert. Derrida unterscheidet davon, dass, und darum möchte ich vielleicht schließen, bevor wir in die Diskussion mit dem Publikum gehen, die unbedingte Gastfreundschaft, die einem absolut fremden Besucher gilt, den man nicht kennt, von dem man nichts weiß, den man nicht einmal identifizieren kann. Derrida ist nicht naiv. Derrida weiß natürlich, dass das für die politische Praxis, für die Immigrationspraxis, für die Asylpraxis wenig Anhaltspunkte liefert. Aber er schlägt das als Gedankenexperiment vor und sagt, okay, wir sollten vielleicht von der unbedingten Gastfreundschaft ausgehen, als wichtigster Bestandteil einer Politik der Freundschaft. Wir sollten von einer unbedingten Gastfreundschaft ausgehen, damit wir auch wirklich eine vernünftige Diskussion darüber führen können, unter welchen Bedingungen wir bedingte Gastfreundschaft gewähren, sozusagen. Und das ist
ist einer dieser Texte, bei denen ich mir dann immer so gelebt habe, dass man natürlich nochmal besonders traurig ist, dass so jemand wie Derrida natürlich heute in der Debatte fehlt, obwohl man ihn bitter nötig hätte. Aber genau, also von der Politik der Feindschaft zur Politik der Freundschaft, das war es dann erstmal von der Debatte. Vielen herzlichen Dank. The floor is open for discussion. Wenn Sie Fragen haben, jeder Art. Auch Nachfragen, Verständnisfragen. Ja, natürlich. Bitte. Mich würde schon noch ein bisschen interessieren, wie er in die Rolle des Kronjuristen hineingekommen ist. Das ist teilweise. Großen Widerwillen scheint ihm das nicht beeinflusst. Nein, also sagen, das ist bei Schmidt. Schmidt war ein knüppelharter Karrierist sozusagen. Er hat dann, also das kam tief über eine Ämterhäufung. Also er hat dann diese Stelle an der, es hieß damals, glaube ich, noch Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin angenommen. Das war die prestigeträchtigste Uni, wurde er Herausgeber der Deutschen Juristenzeitung. Er wurde Sprecher des Nationalsozialistischen Verbandes der Deutschen Juristen. Er hat, glaube ich, auch relativ enge Kontakte zu Göring unterhalten und war jemand, der unglaublich gerne sozusagen Fäden im Hintergrund gezogen hat. Das wurde ihm natürlich dann zum Verhängnis, weil aufgrund seines katholischen Backgrounds und aufgrund gewisser, also Schmidt hat sozusagen, das ist ja das Interessante, Schmidt hat die Weimarer Republik bis 1933 verteidigt gegen die Nazis oder hat sozusagen philosophische Gründe für die Verteidigung geführt, als die Machtübernahme stattfindet, arbeitet er aber sofort den Nazis zu. Die SS wendet das dann gegen ihn. 1935 erscheint ein Artikel in der SS-Publikation Schwarzes Korps, die einfach sagen, okay, man kann diesem Mann nicht trauen, der ist nationalsozialistisch nicht sattelfest, sozusagen. Daraufhin, das ist gefährlich für Schmidt, man muss das im Kontext behalten. 1934, im Jahr zuvor, gab es den Röhmputsch, da wurden Leute auch einfach in der Führungsschicht ermordet, sozusagen. Nach diesen Anschuldigungen verliert Schmidt seine Parteiämter, aber nicht seinen Lehrdeputat, sozusagen, und ist dann zumindest nicht mehr parteipolitisch aktiv. Liefert aber dann 1939 wieder die Theorie zur Annexion der Tschechoslowakei zum Anschluss Österreichs und nennt das sozusagen neue Großraumordnung. Ja, also sagt im Prinzip, das Deutsche Reich hat dann eine Einflusssphäre, das ist ganz normal, dass man sich dieser bedient. Und er sagt, das ist sozusagen das europäische Pendant zur Monroe-Doktrin, die ja 1900 in Amerika entwickelt wurde, wo Amerika gesagt hat, Südamerika und Zentralamerika ist unser Hinterhof, da lassen wir uns von keinem Europäer reinreden. Schmidt wendet das dann an auf Zentraleuropa, sagt, das ist der deutsche Hinterhof, das ist sozusagen unser Großraum. Und da gilt, was er ein Interventionsverbot für raumfremde Mächte nimmt. Das heißt sozusagen, da kann Deutschland tun und lassen, was es will. Ohne das ist eigentlich die Wurzel dann dieses Großraumdenkens. Das nochmal aus der Erde entfaltet. Ja, genau. Also das datiert wirklich in die Zeit des Dritten Reiches zu. Absolut, sozusagen, das kann man sagen. Also Widerwillen gab es da wenig, bis er vielleicht um sein Leben fürchten musste, sozusagen. Und Schmidt schreibt dann natürlich auch permanent seine Geschichte nach dem Krieg um. Ja, sozusagen diese, was ich Ihnen gerade gesagt habe, dass er diese Annexionspolitik rechtfertigt, findet sich einer dieser absurden, also was mich am Schmidt am meisten stört, ist sozusagen diese absurde Jammerlappigkeit nach dem Krieg, wo er dann einfach sagt, ja, ich habe den Anschluss und die ganzen sozusagen Angriffskriege gut geheißen, weil ich wusste, dass es nicht gut ausgeht und eigentlich hatte ich immer ein Fable für Lost Causes. Also die englische Ausdrucksform für Sachen, die von vornherein, er wusste ja schon, es geht nicht gut aus, aber er konnte halt nicht anders, weil er sich auf die Seite der Schwächeren stellt. Da gehört schon ziemlich viel Chuspe dazu. 1945 zu sagen, okay, ich habe damals sozusagen die Seite des Underdogs gewählt, auf jeden Fall. Bitte. Was mich interessieren würde, wie kann Schmidt nach dem Ersten Weltkrieg immer noch diese Kriegsgeschichte von diesen Kabinettskriegen reden und wie bewertet er denn dann den Zweiten Weltkrieg, was ja wirklich eine totale Entgrenzung und gerade in Osteuropa eine totale Entgrenzung auch, ich sag mal, von einem regelhaften Krieg ist. Wie verhält er sich dazu? Wie kann er so ein Feindenken nach dem Ersten Weltkrieg noch mehr entwickeln? Ich meine, es war doch der erste industrialisierte Krieg, der dann passiert, ist eben kein Kabinettskrieg mehr.
Also dann zum Zweiten Weltkrieg, da wir ja im Zugfront darüber gesprochen, vielleicht kannst du das also darauf antworten mit dem Zwei-Fronten-Krieg. Ich würde jetzt nur sagen, dass für Schmidt sozusagen, also Schmidt hat die Verwüstung des Ersten Weltkriegs nicht erlebt persönlich. Ernst Jünger ist ein wichtiger Gesprächspartner. Aber für Schmidt, das ist das Wichtigste am Ersten Weltkrieg, sind nicht die technischen Neuerungen, sind nicht die Schützengräben, sind nicht die Massenschlächtereien, sondern das, was davon übrig bleibt, nämlich Versailles. Also Schmidt denkt den Ersten Weltkrieg komplett von Versailles und darüber, dass sozusagen... Vielleicht kurz mit einem Wort erläutern, Versailles. Also in dem Versailler Friedensvertrag, wo im Prinzip Schmidt der Meinung ist, dass Deutschland ein Stück weit seine Souveränität verliert und internationale Tutelle gestellt wird. Und da kommt sozusagen dann das verschärft seine anti-humanitaristische und antiliberale Ausrichtung, weil er einfach sagt, der Völkerbund ist nichts anderes als ein Instrument derjenigen Mächte, die den Ersten Weltkrieg gewonnen haben, um Deutschland sozusagen zu knechten. Im Partisan sagt er dann schon, okay, der Wolken sagt, im Partisan sagt er nicht seit 1919, sondern seit 1939 hat sich die Kriegstechnologie so verändert, dass wir nicht mehr von einem Kabinettskrieg und nicht mehr von diesem schönen Duell reden müssen, sondern sozusagen von einem Vernichtungskrieg. Ne? Der Vernichtungskrieg wird aber nicht den Nazis in die Schuhe geschoben, sondern wieder den liberalen Demokratien, weil er sagt sozusagen, die Entgrenzung des Krieges findet dann statt, wenn man Krieg illegal machen will, was sozusagen der Völkerbund versucht hat. Dann nämlich, wenn man Staaten das Recht nimmt, anderen Staaten den Krieg zu erklären, kann ein Staat, der einen Krieg beginnt, nur als Aggressor behandelt werden und wird deswegen vom Völkerrecht wie ein Krimineller behandelt. Also Schmidt nennt das den diskriminierenden Kriegsbegriff sozusagen. Staaten können nicht mehr untereinander Krieg führen, ohne sozusagen als Paria behandelt zu werden. Und das führt dann dazu, dass alle rechtlichen Kategorien verschwimmen und auf dem Schlachtfeld alles geht, sozusagen. Also schon beim Erscheinen 27 bzw. 32, denke ich, ist diese Theorie des Politischen oder der Begriff des Politischen im Grunde kontrafaktisch oder geht von einer Lage aus, in der eigentlich diese politische Ethik, die Schmidt da beschreibt, gebrochen ist und nicht mehr existiert. Und er schreibt vielleicht eigentlich auch eben auch aus, wie du gesagt hast, aus der Perspektive einer besiegten Nation, die sich sozusagen als Opfer sieht, dieser neuen ideologisch überformten Moralisierung und Verteufelung des Krieges. Mhm. Absolut. Ja. Mir ist der Satz eingefallen, das Private ist politisch. Von Simone de Beauvoir, so viel ich weiß, in die Welt gesetzt. Karl Schmidt hat versucht, den politischen Bereich abzugrenzen, beziehungsweise den Begriff der Feindschaft, vielleicht auf die Gegenwart bezogen. Ich habe das Gefühl, dass man sich über politische Fragen im Freundeskreis zerstreitet. Pegida ist da ein Beispiel, wo die Meinungen auseinandergehen. Wie hat Karl Schmidt es denn gehalten mit der Trennung des Privaten und des Politischen? Gab es denn diese Vorstellung? Und wie hat sich das ausgedrückt? Also sozusagen im Prinzip, das ist eine interessante Frage, weil da ist drin sich natürlich auch sein Qualitäts zum also Liberalismus spiegelt, weil er zum einen natürlich darauf besteht, dass, wie gesagt, persönliche Fäden, persönliche Meinungsverschiedenheiten nicht in den Status einer politischen Feindschaft kommen. Dazu kommt natürlich, dass die Trennung zwischen Privat und Öffentlich selber wiederum eine Errungenschaft des Liberalismus war. Und sowieso relativ schnell wieder aufgehoben wird. Also Schmidt schreibt in den 30er Jahren viele Texte zum totalen Krieg, sozusagen. Das ist ja auch so eine Art totalitäre Version des das Private ist politisch. Das würde ich auf jeden Fall so sehen. Dass man einen Aspekt der Gewissens- und der Gewissensfreiheit in der Privatsphäre abtrennen kann, der sozusagen oder abtrennen möchte, der dem politischen Zugriff entzogen ist, das hält Schmidt für eine komplette liberale Illusion. Das wirft auch sozusagen Thomas Hobbes vor. Thomas Hobbes ist immer der Vorwurf an Thomas Hobbes, ist ein guter Mann, ist aber nicht weit genug gegangen, weil er im Prinzip die gewissensfreiheitliche Frage gestellt hat. Und wenn man das Politische durchdenkt, dann kann im Prinzip das auch in die allerintimsten Fernen sozusagen durchdringen. Also sagen, ja, das Private wird dann politisch im totalen Staat, aber halt nicht so, wie man sich das 68 vorgestellt hat. Jetzt noch Fragen, ja. Bitte sehr. Ist die jetzige Politik von Griechenland nicht ein Paradebeispiel, wie Feindschaft, ein Feindbild, wieder benutzt wird, um innenpolitisch sich zu legitimieren, oder auch Russland? Das ist in den letzten 10 Jahren gut zu verfolgen gewesen. Das sind das mal Ausrutschen.
Okay, es sind zwei relativ unterschiedliche Fälle. Ne? Also aber ich meine, das Problem, also Schmidt würde sozusagen als erstes wahrscheinlich festhalten, dass die Ökonomie zum Zentralgebiet des Politischen geworden ist. Also es geht ja nicht, in Griechenland geht es ja nicht darum, dass irgendjemandem anders einen Staat den Krieg erklärt. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt sozusagen, dass im Prinzip die Hegemonialbestrebung von Staaten sich auf einer wirtschaftlichen Ebene abspielen. In Fällen Russlands gibt es genug Leute links und rechts des politischen Spektrums, die sich auf Schmidt beziehen, die ganz klar sagen, okay, was ist die NATO anders als der verlängerte Arm des Westens, um Putin Angst einzujagen. Das ist sozusagen, ob man dieser Leser dann folgen will, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja? Aber das im Prinzip, was ganz präsent ist, nicht nur an den französischen Unis, aber an den amerikanischen zum Beispiel, ist, dass man einfach sagt, okay, es ist nicht gut, eine globale Vormacht zu haben, und deswegen ist es im Zweifelsfall gut zu heißen, dass es so einen Akteur wie China gibt, dass es so einen Akteur wie Russland gibt. Das sind schmidtianische Rechtfertigungen von Putins Politik, die ich der persönlich keineswegs teile übrigens. Das möchte ich auch nochmal hier herausarbeiten. Und die sozusagen in der Art und Weise, wie Feindbildung und Stilisierung funktioniert, das kann man sozusagen in einer Form sicher in gewissen Medien in Westeuropa beobachten. Das kann man aber auch nochmal in ganz anderer Form im russischen Staatsfernsehen beobachten sozusagen. Also da kann man sich die Bälle ewig zuspielen und nach Schuldigen suchen. Ja. Mir ist zu Beginn ganz spontan Clausewitz eingefallen. Liege ich da völlig falsch? Nein, also Schmidt schreibt 67 einen großen Artikel, einen sehr langen Artikel über Clausewitz. Und im Partisanen gibt es auch lange Passagen über Clausewitz sozusagen, weil derjenige ist sozusagen, es hat so ein Janus-Gesicht im Prinzip. Also Clausewitz ist bekannt als der preußische Kriegstheoretiker, der sozusagen Krieg und Staat miteinander verschweißt hat. Krieg heißt staatlicher Krieg. Gleichzeitig gibt es dann aber sozusagen in den ersten beiden Kapiteln vom Kriege Betrachtungen zum sozusagen Krieg an sich, zum puren Krieg, der im Prinzip nicht in staatliche Bahnen unbedingt gelenkt sein muss. Das ist so ein Kapitel von Clausewitz, das später von Deleuze gegen Schmidt stark gemacht wird sozusagen. Also das ist ganz interessant, und diese nichtstaatliche Form militärisch-politischer Auseinandersetzung wird dann betont in der Theorie des Partisanen absolut. Das ist jemand sozusagen, der im Background als Hintergrundwissen bei Schmidt immer mitläuft. Und Clausewitz reagiert ja auch schon laut Schmidt auf die spanischen Partisanen gegen Napoleon. Genau, das ist sozusagen ein Impuls, der ihn zur Ausarbeitung dieser Kriegstheorie unter anderem auch gebracht hat. Na, und sozusagen, dass Clausewitz im Prinzip das Begebenheiten des Terrains, Mobilität, Überraschungsangriffe, dass man sozusagen, also Clausewitz versucht, Guerilla- und Partisanenstrategien in sozusagen staatlich-militärischen Diskurs zu überführen, sozusagen. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist eine der Sachen, warum, eine der Gründe, warum Schmidt Clausewitz für ein Genie hält, zum Beispiel. Jetzt insbesondere mit einem Augenmerk auf die aktuelle, ja, tagespolitisch sehr relevante Wiederbewegung in Dresden. Wie müsste man durch die Brille von Karl Schmidt gucken, diese, ja, und auch unter Einbeziehung der Feindschaftstheorie, diese Tendenzen beurteilen? Pegida mit Karl Schmidt gelesen. Ich meine, gut, es gibt ja, glaube ich, Politikwissenschaftler, die das in Dresden versuchen, sozusagen. Herr Patzelt macht das doch, glaube ich. Also ich persönlich finde sozusagen im Prinzip, das ist. Es gibt sozusagen sehr interessante Versuche, Schmidt fruchtbar zu machen als Denker eines konfliktuell agonistisch auftretenden radikal-demokratischen Denkens sozusagen. Das ist Chantal Mouffe heißt jemand sozusagen, der das sehr stark macht. Also im Prinzip, dass es nicht reicht, dem Parlamentarismus zu vertrauen, dass es sozusagen auch die Mobilisierung der Straße da eine Rolle spielt. Dann könnte man sich, also ich glaube halt sozusagen, wo ich dann extreme Zweifel hatte, ist, dass jenseits des Affektes gegenüber einer gewissen Form von vermeintlicher Islamisierung ich mir nicht sicher bin, wie viele Leute unter den Pegida-Demonstranten bereit wären, für die gute Sache im Kampf gegen die Islamisierung ihr Leben zu riskieren, was Schmidt von ihnen verlangen würde.
Und insofern sind sozusagen diese populistischen Überschussreaktionen für ihn sicher Zeichen einer Krisenhaftigkeit des parlamentarischen Systems. Die Leute fühlen sich nicht mehr repräsentiert. Ist das eine politische Bewegung im starken schmidtschen Sinne? Nein. Wie kann man im Kontext der Ressourcenknappheit, die uns das vorstellt, Entschuldigung, Leute, die schon in der Sprache schließen, wie kann man diese Kämpfe, die wahrscheinlich auch an Wälder um Öl, Wasser, Land, durch Karl Schmidts Augen sehen, wird das dann wieder aktuell, also wer das Land kontrolliert, hat Zugang zu den Ressourcen, kann dann andere ausschließen, die Feinde, die eigenen Ressourcen dann nutzen wollen. Wird das wieder aktuell? Das ist eine super Frage. Es gibt sozusagen bei Schmidt, wir haben ja von diesem Begriff der Landnahme gesprochen, sozusagen. Schmidt sagt, die Formen der Landnahme neben selber sind historisch jeweils unterschiedlich. Sozusagen, das kann einfach nur ein Claim abstecken sein, wie es sozusagen mit der Vernichtung der Ureinwohner in Amerika einhergeht. Schmidt erkennt aber sozusagen, dass natürlich der Kolonialismus im 19. Jahrhundert andere Formen annimmt als alles, was im 16. Jahrhundert passiert ist, dass es da nämlich um Ressourcen geht und um Zugang zu Ressourcen. Und sozusagen eine ökonomische Landnahme, also dass es Zugriff um sozusagen die Zugriff auf ökonomische Ressourcen geht, mit denen man sich politische Überlegenheit sichert, das wird auf jeden Fall, das war eine Sorge von ihm. Das war eine Sorge, das und dann sozusagen mit der Raumfahrt, also dieses Rüstungsrennen zwischen den USA und der Sowjetunion, Satelliten, Sputnik, Mondlandung, das ist auch eine Form von Landnahme, dann sozusagen, die sich andere Dimensionen sucht. Ne? Ein Punkt wäre natürlich, welche ist denn heute die andere Dimension? Das wäre natürlich auch sozusagen Cyberwarfare, Hacking, sozusagen, Cybersicherheit. Das wird zum Beispiel auch, also Ressourcen einerseits und dass natürlich sich im Prinzip Raumnamen und sozusagen Territorialisierungsfragen auch in vermeintlich immateriellen Bereichen gehen. Das ist halt auch für Schmidt, sondern dass die Kunst des Politischen, selbst Sachen, die wir gar nicht für politisch einteilbar gehalten haben, das Internet, na gut, bei Ressourcen wissen wir schon lange, dass sozusagen, dass die politisch aufgeteilt werden. Das Politische kann sich die zu eigen machen. Auf jeden Fall, das ist sozusagen eine der Sachen, wo man gucken könnte, welche Konflikte da verlaufen. Da ist dieser Gedanke der Intensivierung eigentlich wieder sehr passend. Genau, genau. Wobei man dann sagen muss, sozusagen, dass im Prinzip eine pragmatische, das pragmatische oder realistische Theorie der internationalen Beziehung auch einfach darauf hinweisen, dass naja, im Gegensatz zu so vielen linken, antiimperialistischen Theorien, natürlich Kriege um Ressourcen eben nicht wirtschaftlich förderlich sind. Also dann, wenn man sich anguckt, im Prinzip, wie in Libyen, wie viel Öl da gefördert wird, seit dann Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Also sagen, dass die Bereitschaft für Ressourcen Krieg zu führen, sozusagen, massiv gesunken ist. Ja? Und ich habe selbst in meinem Freundeskreis Leute gesagt, okay, als dann sozusagen, dass sich mit Russland zugespitzt hat, zwischen dem Westen und Russland, da geht es doch nur um Ressourcen und das finde ich dann so irre, wenn man das sagt, in einem Moment, wo sozusagen die USA aufgrund des Fracking-Booms das erste Mal seit Ewigkeiten ganz nah an der Energiesicherheit und an der Autarkie ist, die brauchen alles, nur nicht Energie gerade sozusagen. Ja, also man darf diese Sachen auch nicht überspitzen und sich dann auch für die Widersprüchlichkeiten muss man sich ein offenes Auge behalten auf jeden Fall. Und nicht einfach die Theorien so einfach auf die Welt, auf das Weltgeschehen draufziehen. Sie haben vorhin erwähnt, dass Lars Luhmann oder Systemtheoretiker generell Schmidt vorgeworfen haben, dass seine Theorie nicht mehr auf die Gegenwart anwendbar wäre, weil diese zu ausdifferenziert geworden ist. Müsste man dann nicht aus der Sicht von Schmidts Theorie darauf antworten, dass wenn diese ursprüngliche intensive Freund-Feind-Unterscheidung und diese Ausdifferenzierung gar keinen Sinn mehr macht, dass wir es dann nicht mit einer mehr und mehr entpolitisierten Gesellschaft zu tun haben? Ja, absolut. Diese Kritik, ja, also die ist dann nicht sehr überzeugend, meiner Ansicht nach, wenn das nicht der Fall wäre. Na, ich glaube sozusagen, also die Kritik ist aber auch von, also die, ich glaube nicht, dass sozusagen Luhmann und Dirk Becker die Kritik von Schmidt sehr überzeugend fänden. Also da findet auch ein Stück weit aneinander vorbeigehen statt. Also sagen im Prinzip, dass
dieser Vorwurf der Depolitisierung macht ja nur in dem Schmidtschen Paradigma Sinn, nicht in dem sozusagen von Luhmann, wo dann ein Teil des Systems Politik stattfindet, das sich ständig ausdifferenziert. Ne? Und das, ich glaube, das Problem ist einfach, also wenn man da nochmal mit einer großzügigen Lektüre rangehen möchte, ist, dass durch diese hochfrequenten Interaktionen, die wir heute haben, entweder sozusagen miteinander im Internet, auf Arbeit oder sowas, dass wenn du das jedes Mal, wenn man jedes Mal existenzialistisch wenden würde, man dann in eine Form von Schizophrenie geraten würde. Also Schmidt hat es auch sozusagen genannt im Prinzip, dass du sozusagen, dass man dann, du kannst immer nur einen Feind haben, sonst wirst du schizophren dann funktioniert das nicht mal, dieses Ding mit der Feind ist meine Eigenfrage als Gestalt sozusagen. Deswegen wird diese starke Feindfixierung, wenn man die heute sozusagen erleben würde, würde, glaube ich, unter den heutigen Gegebenheiten als leicht pathologisch erlebt werden, auf jeden Fall. Paranoid. Aber Luhmann ist ja gerade wirklich ein Beispiel dafür, dass hier Politik eben nicht mal als Schicksal gesehen wird und nicht mehr diese existenzielle Aufladung hat, sondern Politik ist eben auch ein funktionales Subsystem unter anderem, das sich die Gesellschaft eben leistet, so wie sie die Kunst sich leistet und wie die Religion und diverse andere, so hat sie eben auch ihren Politikbetrieb, der aber überhaupt nicht in die anderen Bereiche sozusagen hineinregiert. Genau. Also nicht mehr als die anderen Bereiche eben auch. Der sie nicht übernehmen kann, der sich nicht mal in dem Idiom der anderen Bereiche ausdrücken kann, was natürlich dann problematisch ist, weil natürlich Politik von Natur aus eine gewisse Zuständigkeit sozusagen, also Zuständigkeit für andere Bereiche beeinsprucht, ob das sozusagen die Wirtschaft ist, die reguliert wird, Kunstförderung oder sowas. Aber sie bestimmt eben nicht, was schön ist oder absolut. Und dann, also Schmidt, Luhmann war einfach dann auch Politik, hat heute aufgrund der Ausdifferenzierung Überforderungsprobleme sozusagen. Das ist ganz klar, dass es gibt Erschöpfungszustände der Politik und es gibt, was absolut nicht mal möglich ist, sozusagen so eine romantische Aufladung der Politik. Also ich bin selber großer Luhmann-Fan, finde aber einige seiner schwächsten Texte zum Beispiel die, also Luhmann ist sozusagen jemand, wenn er über Protest schreibt, da gibt es ein Druckkampfband. Das ist ein Phänomen, was Luhmann so fremd ist, das durchdringt er auch gar nicht richtig, weil es im Prinzip auch aus seiner Worte keinen Sinn mehr macht. So, ja, und das ist, finde ich, halt sehr spannend. Da ist er manchmal fatalistisch. Ja, und ich meine, das große, seine Frage in den 80er Jahren war halt auch die Umweltbewegung sozusagen, wo er halt sagt, okay, also wenn dann Politik, das ist dann wieder eine ganz interessante Runde, wenn dann Politik, wenn sich heute Leute für Politik begeistern, dann nur in Form einer Abwehr einer kommenden Katastrophe sozusagen. Ja, Klimakatastrophe im Prinzip, dass man jetzt ein positives, emanzipatorisches Projekt vorstellt, das verfängt nicht mehr sozusagen. Da sind, wie er es so schön genannt hat, da sind die Krater des Marxismus erloschen, hat das ja mal eine Sprache. Bitte sehr. Ich erlebe täglich Feindschaften zwischen Gartennachbarn, zwischen Familien, zwischen Fußballfans und so weiter. Und ich habe sehr viel in der Richtung erlebt. Wir haben also 1989 hier die SPD gegründet, aber unser wichtigster Spruch mit den sogenannten neuen Parteien war eigentlich, wie steigert man Feind. Angeblich ist das von Franz Josef Strauß im Komparativ Todfeind und im Superlativ Parteifreund. Mhm. Also, was man da Schreckliches erlebt haben und noch erleben. Heute in der Forschung, in der Kunst und was weiß ich wo. So, und nun haben wir zu wenig, ich empfinde die heutige Veranstaltung als einen Auftakt und wir freuen uns ja so sehr auf die Ausstellung Freundschaften, was ja ein wichtiges Thema geworden ist, dass wir was tun können, denn wir haben zu wenig gelernt, dieses Miteinander. Als ich in die erste Klasse kam, hat der Lehrer gesagt, schwatzt nicht miteinander, passt auf. In der Vorlesung war es auch nicht besser, haben wir nach vorne geguckt, heute gucken wir im Konzept auch noch. Und wir kommunizieren zu wenig und das denke ich, oder wir können es zu wenig. Und das denke ich, müssen wir Schritt für Schritt in der nächsten Zeit lernen. Und ich freue mich auf die nächsten Veranstaltungen zum Thema Freundschaft. Achso, Machtpolitik findet ja weniger statt, blutig wie früher, sondern ökonomisch mit Hackern und so weiter und so fort. Und ich kann mich nicht wehren gegen die, die mir also monatlich von meinem Konto was abbuchen für meinen Elektroenergieverbrauch. Also wie wir mit dem ganzen, in dem
im 21. Jahrhundert umgehen, da müssen wir ganz viel lernen und da sind wir mächtig dabei. Und ganz viel geht also nach dem Grundsatz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also wir werden uns sehr mit den Vorträgen und mit der Ausstellung zu Freundschaften hier befassen und ich freue mich drauf. Vielen Dank, liebe Günther. Noch eine Frage zur Bevölkerungsgeschichte der Bundesrepublik. Sie hatten eben gesagt, er wurde nach dem Krieg Friede in die Ecke gestellt, offiziell. Auf der anderen Seite hat sie Staatsrechte gebacken für alle. Blumenberg als Philosoph, die sind nach Plettenberg gepilgert. Böckenförde war der führende Staatsrechter in der Bundesrepublik. Wie weit ist die Ideenkraft von Schmidt in die Rechtsprechung zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts gegangen? Kann man dazu was sagen? Ich wüsste da nur zu spekulieren. Also wie bei Böckenförde ist mir bekannt, aber wie weit jetzt Schmidt tatsächlich in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts etwa hineingewirkt hat, ins Geheim so brutal, weiß ich nicht. Was wollen Sie dazu? Kann es sein, also ich nicht zu behaupten, kann es sein, dass Sie das mit Carlo Schmidt verwechseln? Ja, danke. Nein, ganz so gar nicht. Nee, Böckenförde war nicht mit Carlo. Böckenförde war nicht mit Schmidt. Der große Jünger von Schmidt. Absolut, ja. Ganz großer Jünger. Ja, absolut. Also von beiden Seiten auch so. So gesehen, ja. Aber das Problem war ja, dass Böckenförde, wenn ich das sozusagen, ich habe jetzt auch das nur im Prinzip tangentiell auf dem Schirm, wenn dann Begleiter, der schönes war, ja, wenn er der Begleiter der bundesrepublikanischen Rechtsordnung war, dann war doch ein sehr kritischer Begleiter. Und sozusagen, das eine der Punkte oder eine der Pointen des Böckenförde-Paradoxes ist ja so, dass gerade im Prinzip Verfassung und ganz besonders das Grundgesetz von Voraussetzungen leben, die sie nicht selber reproduzieren können. Das hat er von Schmidt, genau. Das ist ja aber sozusagen im Prinzip, also Sie haben ja gefragt, inwiefern das in die Rechtsprechung eingegangen ist. Ich glaube sozusagen, wenn Sie heute Verfassungsrichter fragen, die würden das halt im Prinzip oft verneinen, weil die im Prinzip von dieser Art einer Normgrundierung, die einfach sowas wie ein Grundgesetz braucht, ausgehen. Ja? Und dass im Prinzip sozusagen diese Rechtssicherheit, die Grundgesetz schafft, dass das eine der Ressourcen ist, von denen Gemeinwesen ziehen kann. Das andere, wo ich weiß, dass es sozusagen, was Schmidt sehr geärgert hat, war, dass dass das Sozialstaatsprinzip Verfassungsrang erlangt hat in Deutschland. Weil für ihn das sozusagen eine Verbesserung des politischen Status der Verfassung ist, die dann sozusagen mit ökonomischen Verteilungsfragen angereichert wird. Das weiß ich, dass er dann eher sagte, wie kann man das sozusagen politisch aufladen. Er hat das dann einfach im Kontext auch des Kalten Krieges gesehen, dass man natürlich nicht mehr so tun konnte, als ob, also die soziale Frage sozusagen, dass die nicht mehr da ist. Aber das ist mir sehr bewusst sozusagen, dass Schmidt das sehr kritisch gesehen hat. Wie viele ja heute im Bundesverfassungsgericht sitzende Leute sozusagen von Schmidt beeinflusst sind, das weiß ich nicht, aber ich weiß zum Beispiel... Auch Isensee. Ja? Okay. Ich habe das nur sozusagen, ich kenne das, ich meine, gut, er ist kein Richter, aber sondern an den Lehrstühlen weiß ich sozusagen, dass, wenn man so an Leute wie Christoph Möllers in Berlin denkt, dass die sehr, sehr kritisch sozusagen Schmidt gegenüberstehen. Und wenn, musste man ja sagen, okay, es gibt Leute, die sozusagen da sehr offen für sind, aber dann wird das sozusagen sicher debattiert und diskutiert. Also, dass es so eine Art subkutanen Einfluss auf die Verfassungsrechtsprechung gibt, das fände ich schwierig sozusagen. Ne? Behalte mir aber vor, dass ich darüber sozusagen jetzt gerade nicht genug weiß. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, dass das Vorbehalt des Bundesverfassungsgerichts gegenüber den Euro-Rettungspaketen, wo man sagt, okay, das muss jedes Mal sozusagen vom Parlament abgesegnet werden, dass das so eine Art starkes Demokratieverständnis ist, ob es dafür Hinweise zu Schmidt gibt. Aber das halte ich eigentlich, ich glaube, das habe ich in der Süddeutschen oder so gesehen, das halte ich eigentlich für nicht sehr zutreffend, weil natürlich, also wenn man das schmidtianisch sehen müsste, müsste man das sozusagen im Referendum unterstellen, dieser Sache, ne? Weil natürlich Schmidt kein Freund des Parlaments ist. Und auch kein Freund der Verfassung, das muss man ja auch mal sagen. Also Schmidts politische Theologie beruht ja gerade darauf, sozusagen zu sagen, okay, souverän ist, wer über die Ausnahme entscheidet. Also sagen verfassungsrechtliche Grundnormen, das macht den Schmidts Kosmos ja
äußerst wenig Sinn. Und dass im Prinzip die Ironie in der Bundesrepublik ist ja sondern, dass wir mit dem, was man als wehrhafte Demokratie bezeichnet, leben. Das zeigt sozusagen das, was Schmidt in Weimar gefordert hat. Also sozusagen Schmidt hat ja wie gesagt die Weimarer Republik bekämpft. Er hat gesagt, du kannst nicht gegen die Kommunisten und die Nazis irgendwie als Gemeinwesen bestehen, wenn du dir nicht als Staat verfassungsmäßige Mittel gibst, sozusagen Ausnahmemaßnahmen zu ergreifen, um die Verfassung zu schützen. Ja? Und das ist ja sozusagen ins Grundgesetz eingegangen, dass die Kräfte, die aktiv an seiner Abschaffung arbeiten, politisch verfolgt werden. Das DKP-Verbot, 50 oder 51 oder sowas. Ja? Also in gewisser Weise hat man halt nicht sozusagen Konsequenzen aus Schmidt gezogen, sondern vielleicht aus der Weimarer Erfahrung generell. Eine gewisse Erschöpfung. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Und vielen Dank Ihnen für die interessanten Fragen.